Moin moin und ganz herzlich willkommen zum nächsten Teil des Tutorials. Heute machen wir ein bisschen mehr für Rendezvous und Docking. Ich hatte letztes Mal schon den Auftrag angenommen. Wir gehen zur Rekapitulation einfach nochmal kurz rein. Wir haben nämlich als nächsten Karriereauftrag den Auftrag, zwei Raumfahrzeuge in der Umlaufbahn um den Moon zu rendezvousen. Das ist am Ende nichts anderes als ein Rendezvous in einer Kerbin-Umlaufbahn, nur dass wir vorher halt zum Moon fliegen, aber ansonsten bleibt es inhaltlich eigentlich das Gleiche. Ich hoffe, wir bekommen als Folgeauftrag dann noch das Docking-Thema, damit wir das heute schön rund einmal behandeln können. Und damit wir das ein bisschen provozieren, hilft es, Docking-Ports zu haben. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, die ersten kleinen Docking-Ports, genau, die kriegen wir bei Miniaturisierung. Ich weiß gar nicht, ob dann hier hinten schon die größeren kommen. Nee, ich glaube noch nicht. Wir nehmen jetzt mal die kleinen mit. Also die Andockluke Klemmotron Junior, die solltet ihr freigeschaltet haben, damit wir zumindest eine Chance haben, Docking-Aufträge zu bekommen. Und was ihr freigeschaltet haben solltet, ist die fortgeschrittene Flugsteuerung. Dann haben wir nämlich die RFS bzw. RCS Steuerungsdüsen, also unser Reaktionskontrollsystem, mit dem wir so Kaltgasdüsen haben, mit denen wir sehr fein das Raumfahrzeug steuern können. Das ist für ein Rendezvous noch nicht ganz so wichtig, bei einem Docking hilft es euch aber enorm und sollte auf jeden Fall mit dabei sein. So, nachdem wir das jetzt freigeschaltet haben, ich lasse den Rest einfach mal so, wie es ist. Die Punkte heben wir uns auf, weil im Moment brauchen wir eigentlich keine großartigen weiteren Teile für das Rendezvous im Moon Orbit. Und wir bereiten uns jetzt mal eine relativ einfache Rakete vor, um diese Rendezvous, das funktioniert dann übrigens auch mit dem Docking, also ich baue die Raumfahrzeuge auch gleich so, dass sie das Docking durchführen können, sodass wir eventuelle Folgemissionen erledigen können. Mal gucken, wie das Spiel uns hier die Aufträge gibt. Also, relativ simpel gehalten, machen wir uns eine Kommandokapsel fertig und was jetzt oben dran kommt, ist der kleine Andockluke Klemmotron Junior. Die passt da auch relativ perfekt drauf. Was manchmal hilft und eine schöne Designmöglichkeit ist, also zum einen wird der Rüssel ein bisschen länger. Ich finde das immer recht hilfreich, um über die Kapsel besser sehen zu können, wo der Dockingport gerade ist. Eine Batterie noch drunter zu klemmen. Eine Batterie ist an sich eine hilfreiche Sache. Gerade bei Rendezvous und Dockings werdet ihr oft und viel drehen. Das verbraucht viel Strom. Mehr Strom gespeichert zu haben, ist daher relativ hilfreich. Und hier oben stört sie halt nicht. Also sie ist schön inline mit der gesamten Rakete. Sie steht nicht irgendwie außen vor. Das ist nicht die allerschlechteste Maßnahme. So, was wir dann auf jeden Fall noch brauchen, weil wir wollen ja irgendwann auch zurückkehren, ist Fallschirme. Dann nehmen wir einfach zwei Stück mit. Die packen wir uns hier auf die Seite einfach drauf. Und siehe da, wir haben eine Rückkehrkapsel, an die wir jetzt noch ein Hitzeschild ranpacken. Voilà. Und das war's schon. Das kommt quasi. Rendezvous. Oh Gott, ich hoffe, das ist so richtig. Meine Französischlehrerin würde mich hassen, wenn sie das sehen würde. Wahrscheinlich ist es falsch. Naja, wir leben einfach mal mit. Das ist unsere Rakete fürs Moon-Rendezvous. Und dann erstmal noch vielen lieben Dank an Tritium und Solan für den Sub und ganz herzlich willkommen und moin auch an den General Bolz und den User 40. Schön, dass ihr da seid. Wie immer gilt natürlich, stellt gerne Fragen, wenn ihr die habt, zum Bau des Raumfahrzeugs, zum Rendezvous, zum Docking an sich. Das ist heute als Tutorial-Stream gedacht und auch wenn wir jetzt für YouTube aufnehmen, wirklich gerne eure Fragen raushauen, weil ich denke an manche Sachen auch einfach nicht, weil ich die als selbstverständlich sehe. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, warum macht Robert das eigentlich so oder was genau tut das denn, haut die Frage gerne in den Chat. Ich werde das auf jeden Fall lesen. Was gab es zum Frühstück? Ich frühstücke noch. Erste wichtige Frage. Und es gibt eine Tasse schwarzen Kaffee. Ungesüßt. Und dazu habe ich noch eine Wasserflasche stehen. Ich mache nämlich Intervallfasten seit anderthalb Monaten mittlerweile. Das heißt, ich darf erst ab 12 Uhr was essen. Und solange ist nur Wasser, ungesüßter Tee und Kaffee okay. Dum 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 dum. Dum 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 dum.
So, also dann kommt natürlich ein Decoupler unten runter. Unter die ganze Geschichte. Und dann unser Raumschiff. Ich persönlich habe das schon tausendmal gebaut und kann es immer nur wieder sagen, halte das ganz normale FLT-400 Basis-Raumschiff für eine sehr angenehme Variante. Das besteht aus einem FLT-400-Tank und einem Terrier-Triebwerk. Warum halte ich das für eine gute Variante? Wenn ihr mal auf Vakuum umstellt, hat dieses Raumschiff so in der Konfiguration, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen was anbauen, dadurch sinkt das noch ein bisschen, aber hat es etwas über 2000 Meter pro Sekunde an Delta V. Das heißt für euch, mit diesem Raumschiff, wenn ihr das hier, wie es hier steht, in die Umlaufbahn von Kerbin bringt, könnt ihr ohne Probleme zum Moon fliegen, in den Orbit, jetzt ich gucke nebenbei mal auf die Delta V-Map, dass ich keinen Blödsinn erzähle, in den Orbit einschwenken, euch dort ein bisschen hin und her bewegen und aus dem Orbit wieder zurückkehren, habt sogar noch Sprit übrig fürs Bremsen. Das heißt, passt. Also es ist sehr, sehr einfach, aber es passt für das, was wir machen wollen. So, jetzt kommt eine kurze Frage sogar schon mal, also eine inhaltliche. Es gibt auch viele komische Fragen von Crazy zwischendurch, aber wir gehen mal mit den inhaltlichen Fragen. Und zwar, die Frage ist vom Goldenen Klo, den Decoupler kann man ja auch direkt unter die Kapsel flanschen, ohne das Zwischenstück. Ist das nur eine optische Sache? Eigentlich ja. Also was er meint, ist das hier zu tun. Ich persönlich bin ein großer Freund von dem hier, weil... Kommt auch eine Erklärung dazu. In früheren Versionen von Kerbal Space Program hat das gerne mal irgendwie gehakt dann. Also dann hat das nicht sauber gedecoupelt und die Dinger, man hat gedecoupelt und die Dinger sind aneinander hängen geblieben. Dieses Problem habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Das heißt, im Moment wäre meine Antwort, ja, es ist eine rein optische Entscheidung. Ich habe es mir irgendwann so angewöhnt, immer diesen Abstand zu lassen. Huch, jetzt habe ich den Hitzeschild mitgenommen. Diesen Abstand zu lassen, einfach um sicher zu gehen, dass es dann auch wirklich decoupelt. Das ist aber aus, wie gesagt, früheren Versionen eine Frage. Also letztlich ist es eine Entscheidungsfrage der Optik, wie ihr das macht. Ich persönlich fliege es halt gerne mit dieser Short dazwischen, weil ich dann sicher sein kann oder mir sicher bin, dass das funktioniert. So, jetzt wollen wir mit dem Ding ja natürlich ein bisschen weiterfliegen und wir wollen gerne Docking machen. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Dinge noch mitnehmen. Als allererstes Mal nehmen wir Steuerdüsen mit. Davon brauchen wir vier Stück. Warum vier Stück? Die Dinger haben folgende Dimensionen. Ihr seht das ja hier. Wartet mal, kann ich da noch näher ran? Ja, da kann ich noch näher ran. Die haben oben, unten, links, rechts. Es gibt auch noch in Mods Steuerdüsen, die haben hier oben noch ein Pünnübbel drauf. Oder ihr baut euch eine von diesen Steuerdüsen hier noch an. Die würde dann in diese Richtung strahlen. Dann bräuchte man theoretisch sogar nur zwei Seiten. Okay, also warum bauen wir vier an? Wir bauen vier an, damit wir in jede Richtung Düsen haben und damit sicherstellen, dass wir immer lenken können. Wo baut man die jetzt am besten hin? Also, wenn ihr komplett RCS-unabhängig arbeiten wollt, baut man die ins Center of Mass. Jetzt ist aber das große Problem, wir können uns das hier zwar anzeigen lassen, das Center of Mass wird sich aber verschieben mit zunehmendem Leergehen des Sprittanks, wird das immer weiter nach vorne gehen. Ja, und wir werden, wenn wir beim Moon angekommen sind, gut und gerne die Hälfte weg haben. Das heißt, ihr werdet es sowieso nicht zu 100% treffen können, dass in allen Szenarien sichergestellt ist, dass die Dinger immer wirklich komplett mittig im Center of Mass sitzen. Ihr könnt euch aber ungefähr dran orientieren, dann kriegt das Ding weniger Drall drauf. Das heißt, ich mache die jetzt hier so ins, ich sag mal, vordere Drittel. Und was ich jetzt mache, dafür müsst ihr die Advanced Tweakables eingeschaltet haben. Ich zeige es euch nochmal, wo ihr es findet. In Folge 1 hatte ich das mal. Achso, kann ich jetzt gerade aus dem Bau nicht. Im Settings-Menü die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten. In den Einstellungen. Und dann könnt ihr hier die Lenkschalter einblenden. Und dann nehmt ihr Gierung, Neigung und Rollwinkel raus. Das heißt, was jetzt passiert ist, wenn die Dinger an sind und ihr mit WASD oder Q und E arbeitet, also die Kiste nach oben, unten, links, rechts oder halt in der Drehung bewegt, werden diese Dinger nicht mitzünden. Das ist immer ein sehr beliebter Part, wenn man das drin lässt, warum einem das RCS-Fuel ausgeht. Man macht nämlich während dem Docking ganz viele Korrekturbewegungen und jedes Mal wird dann natürlich dieser Thruster mitgezündet. Und das hat zwei Probleme. Erstens, euer RCS-Fuel geht ganz, ganz schnell alle. Also der Sprit dafür ist sehr schnell weg, das Monopropellant.
Und das zweite Problem ist, mit jeder Drehung, also einen Drehimpuls draufzugeben, was macht das? Drehimpuls draufzugeben, zum Beispiel, wenn ich jetzt Q drücke, würde hier eine Zündung aus dieser Düse erfolgen und eine Zündung aus dieser Düse erfolgen, wenn ich das anlassen würde, die Rollbewegung. Und das hat eben nicht nur den Drehimpuls, den ich auf die Kapsel kriege, sondern wenn das nicht wirklich perfekt im Mittel liegt, kriege ich auch immer irgendwie eine seitlich oder eine Hoch-Runter-Bewegung rein. Oder wenn ich die Nase hochziehe, ist immer auch ein Stück weit eine Bewegung nach hinten oder nach vorne mit drin. Dann hast du das große Problem, dass einfach das gesamte Raumschiff immer wieder, das haben viele vielleicht bei den ersten Dockings auch die Erfahrung gemacht, immer wieder beginnt wegzutanzen von dem eigentlichen Docking und komische Bewegungen reinkommen. Diese komischen Bewegungen kommen rein, wenn ihr die hier nicht ausschaltet. Also Gieren, Neigung, Rollwinkel müssen raus. Dann habt ihr nämlich nur noch vorwärts, rückwärts, links, rechts als, also hier sieht man es auch nochmal, Backbord, Steuerbord, Rückseite, Vorderseite, Frontheck. So, also das ist im Prinzip diese Bewegungsebene und diese Bewegungsebene. Die sind dann noch drin und die steuert man über spezielle Tasten. Die gehen nicht aus Versehen an. Ganz wichtiger Part. So, wir haben jetzt jede Richtung abgedeckt. Jetzt brauchen wir noch zwei Sachen, die wir unbedingt mitnehmen müssen. Und zwar Sprit für die Dinger und Strom. Sprit habt ihr hier vorne ein bisschen was drin. Ich persönlich würde jetzt ein Rendezvous und Docking mit diesem Raumschiff, mit diesen 10 Monopropellant fliegen, solange das sauber eingestellt ist. Ich habe das aber auch schon tausendmal gemacht. Deshalb ist die große Empfehlung, nehmt euch, wenn ihr das das erste Mal macht, mindestens zwei von diesen externen Monopropellant-Tanks mit. Vier halte ich persönlich für massiv übertrieben, aber zwei solltet ihr auf jeden Fall, zwei solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Dann habt ihr nämlich pro Treibstoffgondel nochmal 20 Monopropellant. Mit 50 Monopropellant kann man eine Menge anfangen. Wenn ihr merkt, das funktioniert für euch nicht, dann macht 4 Tanks draus, macht 8 Tanks draus. Am Anfang verbraucht man sehr viel mehr Monopropellant bei solchen Dockings, als man das später tut. Ja, und zu guter Letzt, ich hatte es gerade schon ja angeteasert, macht Solarstrom immer noch ein bisschen Sinn. Ich mache es mir jetzt sehr einfach, indem ich 4 Solarzellen mitnehme und die in alle Richtungen zeigen lasse. So ist eigentlich normalerweise, wenn jetzt die Sonne nicht wirklich exakt von hinten oder von vorne auf das Raumschiff scheint, immer irgendeine Richtung im Sonnenlicht. Und wenn man will, kann man jetzt noch aus Stylegründen eine Antenne mitnehmen oder sonst irgendwas. Ist euch überlassen. Könnt ihr machen. Also zum Beispiel, wichtiger Part, wir fliegen zum Moon. Sollte also eine Antenne sein, die ein bisschen Reichweite hat. Man könnte jetzt hier noch eine Antenne hinbauen. Ich glaube, gefällt mir so fast besser. Zack. Hängt die im Triebwerk? Ist vielleicht ein bisschen, wir nehmen sie ein bisschen höher. So, zack. So, und jetzt haben wir eine schöne kleine Rendezvous-Fähre, die im Prinzip auch sogar schon die im Prinzip auch sogar schon alles beinhaltet, was man für ein Docking braucht. So, Tadlo fragt, wie man erkennt man Transferwind und wie macht man die Manöver? Wird im späteren Teil dieses Tutorials kommen, also dass wir interplanetar die Manöver machen. Für die Transferwindows gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst Ausrufezeichen Eject als Bot-Command machen. Für die YouTube-Zuschauer, ihr findet den entsprechenden Link in der Videobeschreibung. Mit dem Transfer Window Planner, da kannst du dein Transfer Window, also da kommt ein Link, wenn du diese Webseite aufrufst, da kommt oder kannst du deine Transfer Parameter einstellen und dann zeigt er dir, wie die Planeten zueinander stehen müssen, damit du ein Eject machen kannst. Das ist die Variante, wenn du sagst, ich arbeite gern mit einer externen Webseite, einem Vanilla KSP und einem Geodreieck. Auf den Witz mit dem Geodreieck komme ich später noch zurück. Also nicht mehr diese Folge. Die andere Variante ist sowas wie Kerbal Alarm Clock als Mod zu verwenden, wo man sich Transfer Windows anzeigen lassen kann. Genau. Der Link ist neu fürs Tutorial, also der ist jetzt seit den drei Tutorial-Folgen mit drin. Genau, da einfach draufklicken. Die Website ist relativ selbsterklärend. Ne? Die ist sehr, sehr hilfreich.
wie das dann genau funktioniert, wie gesagt, machen wir in einer späteren Folge mal. So, jetzt haben wir das Raumschiff an sich fertig. Jetzt können wir eigentlich ab hier sagen, naja, dann geht es ja jetzt los. Und zwar, was wir jetzt machen, ist darunter eine einfache, also hier seht ihr jetzt auch nochmal, wir sind immer noch bei 1925 Delta V. Wir brauchen so 900, um zum Moon zu kommen. Und, lasst mich lügen, ich lese es lieber nach, 310, um in den Orbit einzuschwenken. Also reden wir von 1200. Da ist noch viel, viel Platz dann. Und wir werden auch von den anderen Stages sicherlich ein bisschen was übrig behalten. Wichtig ist jetzt, macht es euch nicht zu schwer, baut es nicht zu komplex, baut es nicht zu schwierig. Die eine Sache, die ich jetzt hier habe durch meine Antenne, und deshalb korrigiere ich das jetzt einfach nochmal, ist, ich würde gern direkt das Fairing ansetzen. Deshalb mache ich jetzt die Antenne nochmal einen Ticken höher, damit das hier nicht überlappt. So. Und baut jetzt ein Fairing rein. Diese Raumfähre ist nicht so richtig aerodynamisch. Also hier vorne ist ein flacher Dockingport drauf, hier hängen diese Nupsis dran. Deshalb packen wir das Ding auf jeden Fall ein, damit wir nicht irgendwie in Probleme reinkommen. Und was wir dafür nehmen, ist die aerodynamische Schutzummantelung 1,25 Meter. Und das Erste, was wir machen, ist die relativ flach hier unten rausziehen, so dass das noch grün ist. Ja, und wenn ich gut geschätzt habe, jawohl, sonst müsst ihr mit Rechtsklick, könnt ihr wieder eine Taste zurück und mit linken Maustaste, also dann scrollt ihr hoch, bis es nicht mehr weitergeht, dann einmal linke Maustaste drücken und dann könnt ihr mit der Maus hin und her bewegen, das Ding quasi platzieren. Wenn ihr sowas macht, wo das dazwischen kommt, dann wird er euch gelb sagen, dass er hier nicht schließen mag. So, und ich mache das jetzt hier mal relativ gleichmäßig zu. Und siehe da, wir haben für unsere Nutzlast ein kleines Fairing außenrum. Das könnt ihr jetzt noch einschalten, wie ihr das machen wollt. Ob ihr sagt, ihr wollt hier irgendwie zwei Seiten, vier Seiten, wie stark das absprengen soll. Doppelklappe entfalten ist, glaube ich, das ist richtig schlecht übersetzt. Das ist, dass es nicht in Konfettistücken auseinandergeht, sondern tatsächlich in. Ja, wir probieren das mal in zwei großen Fairing-Hälften. Sonst, also wenn ich das hier rausmache, dann zersplittert das, als ob es gesprengt worden wäre. Und dieses hier Doppelklappe entfalten. Sag da einfach nichts zu. Habe ich aber schon. Das macht das dann zu zwei Hälften. So. Jetzt haben wir die Nutzlast fertig? Jetzt kommt die Rakete. Für die Rakete an sich wiederholen wir einfach als Upper Stage relativ einfach das Schema, was wir gerade schon gefahren haben. Wir werden uns nämlich nochmal 1000 Meter pro Sekunde einfach hier aus dieser Upper Stage rausziehen, indem wir nochmal einen Terrier ansetzen. Wir sind jetzt auf Vakuum, das heißt, wir haben dann 0,78, das wird ja wirklich hoch in der Atmosphäre dann schon gezündet. Das ist unsere Upper Stage mit 1000 Metern pro Sekunde. Ist das okay? Das können wir erstmal so lassen. Und jetzt bauen wir uns einfach eine zweite Stufe mit dazu, die wir dann ins Weltall schießen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das auf Anhieb hinbekomme. Ich nehme jetzt zwei von den 800ern, mit Alt gedrückt, dupliziere ich die. Und dann hauen wir hier ein Schwenkertriebwerk ran. Das sollte nicht reichen. Wenn ich das jetzt mal auf Meereshöhe einstelle, sind wir mit einem Schubgewichtsverhältnis von 0,93, also unter 1 unterwegs. Das ist ein bisschen wenig. Die Delta V sind auch noch ein bisschen wenig. Also werden wir uns jetzt ein bisschen Zusatzschub holen. Und ich probiere das jetzt mal über ein paar. Haben wir die schon? Ich hoffe ja, wir haben die schon. Ein paar hübsche Bauteile. Wenn ihr das DLC nicht habt und deshalb diese Bauteile nicht verwenden könnt, dann könnt ihr auch einfach 800er Fuel Tanks nehmen und da 400er oben drauf setzen und dann, wo ist es? Aerodynamik, zum Beispiel so ein Hütchen drauf. Ähnlicher Effekt. Okay? Also macht jetzt, lasst euch nicht davon abbringen, das so zu bauen, nur weil ihr dieses Bauteil nicht habt. Letzten Endes könnt ihr auch dieses Bauteil einfach nehmen. Okay? Pretty much same stuff. Und wenn ihr guckt, 220, 440 sind 660,
660. Surprise, surprise. Es ist die gleiche Menge an Sprit. Okay. Juti, dann gucken wir mal, dass wir von dem hier 4 Stück angebracht bekommen. Und zwar mit seitlichen Decouplern. Die setze ich jetzt erstmal hier. Ich mache erstmal nur einen. Die setze ich jetzt hier an. Guck, dass das sauber drauf ist. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, und jetzt kann ich den nämlich höhentechnisch auf die richtige Höhe bringen. Dass das für mich funktioniert. Und mache eine Vierfachverteilung. Zack. Jawohl. Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Und dann nehmen wir uns bei den Triebwerken hier einfach 4-mal das Autark mit dran. Und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Was wir jetzt zusätzlich noch machen, ist wieder, weil es einfach ist und weil wir uns mit nichts anderem abgeben müssen, wir nehmen uns diese Fuel Pipes, die hier oben, und leiten die einmal von außen nach innen. Das heißt, wir nehmen jetzt den Sprit für das innere Triebwerk, solange die äußeren Tanks noch dran sind, tatsächlich auch von den äußeren Tanks ab. Dadurch sparen wir uns nochmal oder haben wir nochmal eine Stage, die relativ viel leisten kann nachher. Wenn wir das jetzt alles gemeinsam zünden, ich packe das jetzt mal hier in eine Stufe rein, wartet mal jetzt, das sind die Abtrenndinger, alles gut. So, hier ist unser fünftes, Entschuldigung. So, wenn wir die alle in einer Stufe haben, dann sind wir bei 2,36 und auf Meereshöhe sind es 1,98. Das sieht schon mal relativ gut aus. Und wenn wir jetzt zusammenrechnen, unsere Stufen, das hier sind knappe 2000. Das hier, dafür runde ich das hier ab, sind es 1700. Sind wir bei 3700, sind wir bei 4700. Das heißt, wir sind jetzt schon massiv drüber. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Spritpuffer mit einer sehr einfachen Rakete. Wir könnten also auch sagen, wir reduzieren das zum Beispiel auf 2 von diesen Seitentanks. Das würde immer noch gehen, aber ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Reservesprit mit, weil die Rakete ist immer noch relativ einfach gehalten eigentlich vom ganzen Bau her und mehr brauchen wir dann nicht. Was ihr jetzt noch machen könnt, Rechtsklick, einmal das Ganze mit einer Autostrebe ein bisschen festmachen und das war's schon. Vom Staging her. Ihr zündet als erstes diese 5 Triebwerke, damit geht es dann vorwärts. Dann zündet ihr die Decoupler zusammen mit, es gibt hier so Feststoffbooster, die sind hier oben drin verbaut, die dieses Teil abtrennen. Wenn ihr nur die normalen Tanks habt, dann habt ihr nur die Decoupler, das sollte trotzdem funktionieren. Und als nächstes kommt dann, scroll ein bisschen nach oben, kommt dann dieses Staging, das könnt ihr direkt mit dem Triebwerk in eine Stufe kombinieren. Wir machen dann an der Stelle auch irgendwann mal das Fairing auf. Vielleicht kommt das auch schon ein bisschen eher. Das werden wir sehen. Und dann last but not least natürlich die Stufe, die hier noch in dem Fairing versteckt ist. Die wird dann auch noch gezündet. So, das war's schon. Ich packe jetzt noch aus Traditions- und Steuerungsgründen ein paar Winglets an meine Rakete. Und zwar packe ich die an die mittlere Rakete mit einer Vierfachverteilung. Das passt hier genau in den Löchern rein und dann kommt noch der Startturm dazu und dann war es das auch schon. So, den packe ich hier draußen ran und der sollte natürlich zusammen mit den Triebwerken gezündet werden, ne? Sonst fallt ihr ganz hässlich nach unten. So, also das ist unsere 0815, relativ viel Puffer, alles sehr entspannt, Moon-Rakete. Und fliegt am Anfang wirklich mit viel Reserve. Das kann ich euch nur empfehlen. Ihr werdet mehr als genug Fehler machen. Also für das, was wir jetzt vorhaben, würde ich sagen, sind das ungefähr 1500 Delta V zu viel. Aber es hilft euch am Anfang, diese 1500 Delta V zu haben, denn dann könnt ihr Fehler machen. Und Fehler machen werdet ihr am Anfang oft. Und auch noch später. Ne, knapp fliegen kommt dann erst. So, wichtig, einen Pilot drin haben. Wir haben jetzt mittlerweile zum Glück Jebediah und Valentina und auch den Ascent, weil wir ihn gerettet haben, aber wir haben 2 Piloten, die auch schon ausgebildet sind. Und damit schießen wir jetzt den ersten schon mal in eine Moon-Umlaufbahn. So, gespeichert und
Start. Das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht nochmal eine Rakete bauen, wenn wir die zweite Mission starten, sondern wir können diese Rakete einfach gleich wiederverwenden und einen anderen Piloten reinsetzen. Und dann jetzt erstmal vielen lieben Dank an den Bastel und den Jens für den Resub. 21 und 16 Monate. Beide schon sehr lange mit dabei. Und natürlich einen schönen guten Morgen auch an Jack, an den Tomatsch und alle, die sonst noch dazu gekommen sind. Genau, man soll Fehler machen und das gehört auch dazu. Es ist Teil des Lernprozesses. Also bitte lasst euch auch nicht frustrieren, wenn ich hier in dem Tutorial immer Sachen zeige und wirklich viele Dinge funktionieren ja bei mir von auf Anhieb. Das ist nicht immer so. Das wissen alle, die hier öfter zugucken. Auch ich mache Fehler immer noch. Aber viele Sachen funktionieren bei mir mittlerweile sehr gut. Aber man muss dazu sagen, ich spiele dieses Spiel halt auch jetzt seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren oder so. Wahrscheinlich. Ich will mir gar nicht eingestehen, wie lange es wirklich schon ist. Relativ intensiv und dadurch funktionieren halt viele Sachen, weil ich aber diese Fehler schon tausendmal gemacht habe und schon weiß, was nicht funktioniert. Also lasst euch bitte, bitte nicht frustrieren, wenn das bei euch am Anfang nicht auf Anhieb alles so gut funktioniert. Das heißt nicht, dass ihr schlecht im Spiel seid, sondern man muss halt einfach üben. So, ich mache hier mal unsere Umlaufbahnübersicht auf und jetzt werden wir als allererstes mal den lieben Jebediah in einen Parkorbit umkurbeln. Hochschießen. Das geht relativ smooth, weil wir wirklich auch ein gutes Schub-Gewicht-Verhältnis haben. Eigentlich fast ein bisschen zu viel. Ich gehe jetzt mal in so eine leichte Biege für den Gravity-Turn und nehme jetzt auch schon mal den ersten Schwung Schub raus. So auf 1,5 gehe ich zurück. Und nachdem ich ihm hier jetzt so ein bisschen Drehung schon mit reingegeben habe, so, lasse ich ihn jetzt seinen Gravity Turn machen. Er folgt jetzt einfach dem Ding und über den Schub kann ich so ein bisschen aussteuern, wie schnell er kippt. Wir sind jetzt schon sehr schnell, also der Gravity Turn wird, glaube ich, nicht so gut werden. So, und was jetzt passiert ist, ihr seht das hier, die Dinger laufen jetzt leer und füttern aber die Mitte mit. Und das heißt, wir haben jetzt gleich hier in der Mitte immer noch komplett volle Fuel Tanks. So, und jetzt haben wir mittlerweile so 12 Kilometer erreicht. Das heißt, ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Schub, weil wir können jetzt schneller fliegen. Die Atmosphäre wird jetzt doch einiges dünner. Und ich helfe ihm ein bisschen mit, hier noch die Biege zu kriegen. Wichtig ist, dass ihr beim Decoupeln sauber in dem gelben Kreis seid. Dann habt ihr nämlich nicht das Problem, dass ihr irgendwo, also seht, viel zu später Gravity Turn. So, dann habt ihr nicht das Problem, dass die Dinger euch nachher treffen. So, was ich jetzt mal mache, ich nehme jetzt mal ganz bewusst Schub raus und bringe die Kiste als allererstes mal parallel zum Horizont. Also ihr seht, nicht gut geflogener Gravity Turn. Warum? Weil die Rakete viel zu viel Schub hatte. Viel zu viel Schub. Das können wir jetzt aber in dem Sinne ein bisschen für uns nutzen, dass wir ihn einfach coasten lassen. Und währenddessen, also wir steigen natürlich immer weiter. Ihr seht hier, wir gehen schon auf 87 Kilometer. Da ist es viel, viel Puffer. So. Und wir gehen jetzt schön sauber mit der Nasenspitze auf den Horizont und zünden hier wieder die Rakete durch. Mit Y können wir direkt auf Vollschub, weil wir jetzt halt einfach nur noch seitlich die Geschwindigkeit drauflegen, ohne uns einen Kopf drüber zu machen, dass wir noch groß Höhe brauchen. Die Höhe ist nämlich schon längst da. Also wir haben jetzt hier so einen richtig schönen einmal nach oben und wieder ins Meer fallen. Und das müssen wir jetzt natürlich seitlich beschleunigen, damit es zu einem Orbit wird. Geschwindigkeit, die wir erreichen müssen, sind ungefähr 2200 Meter pro Sekunde bei KSP im Kerbin Orbit. Die sollten wir ganz gut mit dieser Stufe halbwegs hinbekommen. Vielleicht müssen wir ein bisschen was für der Stufe nachnehmen. Und Light schreibt, wie kann man deiner Meinung nach eine Karriere schwieriger oder realistischer gestalten? Meiner Meinung nach, die Sache, das ist die gleiche Antwort, wie wenn ich gefragt werde, wenn du nur einen Mod installieren könntest, was würdest du machen? Live Support. Meiner Meinung nach, wenn man wirklich nur sagt, ich möchte noch einen Ticken näher an echte Raumfahrt ran und möchte es nicht übertreiben, dann ist auf jeden Fall Live-Support, meiner Meinung nach, die Antwort darauf. Weil wenn Kerbals plötzlich Strom, Sauerstoff, Essen und solche Geschichten benötigen, gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt auch welche, wo sie Platz brauchen, wenn sie lange unterwegs sind. Was ich auch ganz spannend finde, dass man sie halt nicht nur in eine Konservendose stecken kann.
Dann ist Life Support auf jeden Fall ein Thema, was ich sehr empfehlen kann, weil das einfach die Challenge des Spiels nochmal ein ganzes Stück nach oben zieht. Ansonsten gibt es viele, viele, viele kleine Mods, mit denen man sich das Spiel nochmal schwerer machen kann. Von bis. Aber das eine Ding, der erste große Schritt meiner Meinung nach, ist Life Support. Wenn Kerbals plötzlich echte Astronauten oder Kosmonauten, das könnt ihr halten, wie ihr wollt, werden und tatsächlich Bedürfnisse haben. So, wir sind jetzt auf der letzten Stage. Zack, und fliegen in Orbit fertig. Und jetzt machen wir mal hier. Seht ihr? Und deshalb mache ich das nicht gerne. So. Ich bin ein großer Freund des Konfetti-Modus, weil das da ist immer sehr gefährlich und reißt einem gerne mal Dinge von der Rakete ab. Also seid bei sowas immer vorsichtig, wenn ihr das unter Schub tut. So, und jetzt sind wir bei meinem ganzen Gerede schon etwas länger in der Umlaufbahn, als wir eigentlich, oder etwas weiter hoch in der Umlaufbahn, als wir eigentlich sein wollten. Ist aber jetzt nicht wild. Wir haben jetzt eine schöne Umlaufbahn. Wir sind über 70 Kilometer an der Periapsis. Das heißt, wir werden auch in der Umlaufbahn bleiben. Das heißt, wir suchen uns jetzt den Weg zum Moon. Einmal den Moon anklicken und wie immer so grob über den Daumen gepeilt. Oh, Viertel Umlauf, also ein Achtel Umlauf, Entschuldigung. Die Hälfte von dem Viertel. Also wenn das hier ein Viertel ist, ein Viertel Orbit, 45 Grad, dann ungefähr hier würde ich jetzt mal anpeilen. Und wir machen dann quasi unser Manöver auf der anderen Seite vom Moon, also auf der anderen Seite von Kerbin, dem Moon abgewandt, wo wir wollen. Und siehe da, ein Treffer. So, mit Rechtsklick auf PE könnt ihr nochmal gucken, wie nah ihr schon dran seid. 0 ist immer schlecht. So, und jetzt können wir noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Entweder in die Richtung, ja, es ist ziehen bei uns und können schon mal einen relativ nahen Vorbeiflug gehen oder es halt auch einfach lassen. Ich glaube, wir sparen uns den Sprit lieber. Ich ziehe das jetzt ein bisschen zurück und bewege es noch mal ein bisschen weiter hier so hin. Ja, 700 ist okay. So, dann haben wir einen schönen Vorbeiflug, den wir gleich noch korrigieren werden. Und dann injecten wir unsere erste Rakete für das Rendezvous in den Orbit. So, was wir jetzt schon mal machen können, ist natürlich. Kann nicht aktiviert werden. Ich glaube, die ist kaputt gegangen durch das Staging. Ja, jetzt seht ihr es. Unser super tolles Fairing hat leider unsere Antenne zerstört. Ist aber nicht missionskritisch. Würde man dann auch Resupply zu seiner Raumstation fliegen? Definitiv. Dann musst du natürlich eine Raumstation resupplyen, früher oder später. So, also schön die Antenne kaputt gemacht, aber wie gesagt, nicht missionskritisch. Wir leben jetzt einfach mal damit und gucken mal, ob der Rest sauber funktioniert. So, ich drücke hier oben mal auf den Vorspulen-Knopf zu unserem Manöver. Und dann werden wir jetzt einfach mal den Sprit, den wir hier in der Stage noch haben, nutzen, um den Moon Inject zu machen. Wie gesagt, wir haben jetzt alles ein bisschen viel mit dabei, aber das ist ja dafür da, damit ihr nicht ganz so perfekte Starts ausgleichen könnt. Vielleicht auch bei den ersten Rendezvous euch ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwerer anstellt, ein bisschen weniger gut, ein bisschen schlechter anstellt. So. Und dadurch mehr Sprit verbraucht. Das gibt euch einfach gewisse Toleranzen. So. Und dann warten wir und warten wir und warten wir, bis hier unten die 0 Sekunden da sind. Und dann zünden wir die Rakete nochmal, um Richtung Moon zu fliegen. So. Was jetzt wichtig ist, worauf man achten sollte, ist, dass wir nachher beide Raumschiffe in die gleiche Richtung in den Orbit injecten. Was schwierig wird, ist ein Rendezvous zu machen, wenn man sich mit mehreren hundert Metern pro Sekunde entgegenfliegt. Sondern da sollten wir sicherstellen, dass wir die gleiche Umlaufrichtung um den Moon nachher kriegen. Das kann man aber relativ einfach sehen. Und wir sollten natürlich sicherstellen, dass beide Raumfahrzeuge genug Sprit haben. Das haben wir aber eigentlich durch den Bau gemacht. Und jetzt heißt es nur noch, Jebediah sicher dorthin bringen. Und was wir machen können, ist tatsächlich, wenn Jebediah gleich unterwegs ist, Richtung seines Moon Injects, starten wir einfach die zweite Rakete.
um beide Raumfahrzeuge so ein bisschen kurz hintereinander in den Moon Orbit einfliegen zu lassen. Dann muss Jebediah nicht ganz so lange warten, dass Valentina vorbeikommt für sein Moon Rendezvous. So. In der Map View, die könnt ihr übrigens immer mit M aufrufen, könnt ihr auch sehen, wie weit euer Orbiter schon gediehen ist. So, und wenn ihr dann ungefähr den Orbit habt, macht ihr das Triebwerk aus. Das geht mit X, könnt ihr das abrupt abschalten. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wir werden gleich in, ja, irgendwo hier noch ein Manöver machen. Aber wir lassen ihn jetzt erstmal so in Ruhe fliegen. Denn er ist jetzt unterwegs. Und wir gehen zurück ins Weltraumzentrum und starten quasi die gleiche Rakete nochmal. Nur halt jetzt mit Valentina drin, weil Jebediah ist ja schon unterwegs. Und werden ebenfalls zum Moon fliegen, überraschenderweise. Moin, Sunny. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach die Rakete, so wie wir sie haben, und achten darauf, dass wieder ein Pilot, beziehungsweise in diesem Fall eine Pilotin drin sitzt. Und dann geht das auch schon wieder los. So, Learning war, dass wir unser Fairing Deploy zeitiger machen wollen und dass wir das Zweier Clamshell nicht wirklich mögen. Also machen wir doch mal vier draus. Mal gucken, was dann passiert. Und ist es schon da? Ja, wir probieren das einfach mal. So, alles klar. Dann würde ich sagen, Feuer frei. Und wir müssen diesmal ein bisschen aggressiver in den Gravity Turn reingehen. Die Free Return Trajectory habe ich, glaube ich, im letzten, vorletzten Stream schon erklärt. Als wir den Flyby am Moon gemacht haben. Ziemlich sicher, also da gerne mal in Part 1 oder 2, ne, es müsste sogar in Part 1 mit drin sein, reinschauen. Einfach gesagt heißt das, man kommt ohne Treibstoffinvest vom Moon wieder zurück. So, und los geht's. Also jetzt, wie gesagt, direkt ein bisschen aggressiver in den Gravity Turn rein. Mit Valentina. Schauen wir mal, ob das hier besser funktioniert. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Also wie gesagt, was hilft es dann irgendwann ein bisschen Schub rauszunehmen, wenn ihr diese Überschalleffekte kommen seht. Ein bisschen Überschall ist in Ordnung, abfackeln muss die Rakete halt nicht. Das ist ungünstig. Ziel von einem guten Gravity Turn ist immer bei 10 Kilometer Höhe, die seht ihr hier, auf diesen 45 Grad Neigung zu sein. Da bin ich nicht ganz, aber es ist schon deutlich besser als beim letzten Mal. So, also das wäre sehr guter Gravity Turn gewesen. Das ist nur ein guter. Einigen wir uns darauf. So, und jetzt fahre ich so bei 15 Kilometern das Triebwerk wieder hoch, weil einfach die Atmosphäre jetzt sehr, sehr viel dünner ist. Und damit nicht mehr ganz so viel Luftwiderstand vorhanden ist. Gleich kommt das Staging. Und jetzt seht ihr schon, jetzt wird es zu viel. Das ist immer ein guter Indikator, dass man Schub rausnehmen kann, wenn es anfängt zu brennen. So. Und die äußeren Triebwerke sind leer. Und jetzt sind auch die Flammeneffekte wieder weg. Und wir können jetzt auch hier mit dieser Rakete deutlich flacheren Angriffswinkel wählen, indem wir auf den Horizont runtergehen und dann den Schub wieder hochbringen. So, weil hier seht ihr die Zielhöhe der Apoapsis, das geht so in die Richtung der 70 Kilometer. Wir haben diesmal jetzt schon viel mehr Geschwindigkeit in der Umlaufbahn drin, weil wir ja viel schneller seitlich geflogen sind. Das heißt, wir sind noch nicht so hoch. Aber ihr seht, vorhin waren wir hier vorne irgendwo mit unserem Splashdown. Wir sind schon ein ganzes Stück weiter mit dem, was der Orbit an seitlicher Fahrt aufgenommen hat. Und das ist ja eigentlich unser Ziel, hier schnell zu werden. Wir haben jetzt hier 50 Kilometer überschritten. Ich nehme jetzt mal ganz kurz Schub raus und wir machen mal das Fairing auf. Mal gucken, was passiert. Besser. Ich glaube,
Diesmal hat es auch unsere Antenne überlebt. Hat sie. Sehr schön. Und dann gehen wir wieder auf Vollschub. Also wie gesagt, ich bin ein großer Freund des Konfetti-Modus. Dann habt ihr das Problem nicht. Das ist halt einfach mit der Kollisionsabfrage nicht so richtig gut. So, und dann denke ich, werden wir diesmal sogar auf dieser Stage in den Orbit kommen. Also ihr seht, was für einen gravierenden Unterschied ein guter Gravity-Turn macht. Wir werden nicht nur, dass wir diese Stage immer noch fliegen. Wir haben in dieser Stage jetzt noch ungefähr genug Sprit gleich übrig, um so 2/3 des Burns zum Moon zu machen. Also dieser Gravity-Turn, jetzt sieht man es halt auch mal mit der gleichen Rakete im Vergleich. Dieser Gravity-Turn spart eine unheimliche Menge Sprit. Warum spart er eine unheimliche Menge Sprit? Wenn ihr senkrecht nach oben fliegt, dann habt ihr immer eine Gegenbeschleunigung von 9,8 Metern pro Sekunde, also quasi die Gravitation, die dagegen kämpft. So. Das heißt, jede Sekunde, die ihr nach oben beschleunigt, verliert ihr diese Gravitationskraft, weil ihr da direkt dagegen arbeitet. Wenn wir allerdings im Idealfall wirklich mit 0 Grad auf dem Horizont liegen, arbeiten wir überhaupt nicht gegen die Gravitation. Also wirklich null gegen die Gravitation, weil wir ja seitlich beschleunigen. Die Gravitation zieht uns aber nach unten. Jedes Grad Anstellwinkel, was ich hier noch wähle zusätzlich, kostet mich zusätzlichen Sprit. Das heißt, je sauberer ich auf diese seitliche Neigung komme, umso besser ist das für meinen Spritverbrauch. Wichtiger Punkt, das funktioniert natürlich nicht auf 1000 Metern Höhe, denn da ist eine Atmosphäre. Ihr werdet fürchterlich verglühen, wenn ihr das probiert. Aber den richtigen Winkel zu finden, deshalb diese 10 Kilometer so als Richtlinie, da sollte man die 45 Grad haben und dann kippt man einfach weiter, spart euch eine unheimliche Menge an Sprit. So, durch mein Rumgeseier ist es jetzt nicht mehr ganz so viel, was wir gespart haben, weil ich viel rumgespielt habe. Also wir haben jetzt nur noch 350 Meter pro Sekunde, also wahrscheinlich nur noch so 1/3 gleich für den Burn zum Moon, weil ich ein bisschen rumgehampelt habe während dem Fliegen. Das hätten auch 400 sein können, aber ihr seht, es ist ein deutlicher Unterschied, was wir hier an Sprit zur Verfügung haben. So, jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen näher an die Apoapsis kommen. Ich bin nämlich noch nicht ganz fertig mit dem Orbit, der braucht noch so einen ganz kleinen Push braucht er noch. So, und jetzt ist das Ding natürlich ein bisschen träge. Wir sind im Weltall. Das haben wir abgeschlossen. Achso, das hatten wir letztes Mal gemacht. Unseren Polarsatelliten. So, und jetzt kriegt der von mir noch so einen ganz, ganz kleinen Tritt. Wenn wir hier bei T-1 sind, fahre ich einmal ganz kurz das Triebwerk hoch. Und das mache ich wirklich nur mit Shift, weil wir brauchen nicht mehr viel. Und dann sind wir im Orbit. Ihr seht, das geht jetzt hier ganz rapide nach oben mit ganz wenig Schub. Und sobald wir die 70 Kilometer geknackt haben, geht gerne am Anfang auf 80 Kilometer hoch, weil ihr werdet manchmal sehr komische Ejects zum Moon raus haben. Und hier haben wir jetzt auch unsere Antenne lebend in den Orbit gebracht. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit auch zu funken mit Valentina. Also falls wir unterwegs mal noch was Schönes sehen, können wir das jederzeit nach Hause funken. Auch hier suchen wir uns jetzt den Weg zum Moon. Wir sehen hier, dass der liebe Jebediah schon unterwegs ist, da nicht besonders viel Zeit vergangen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den sehr ähnlichen Eject fliegen werden, relativ hoch. Das heißt, wir können hier an der ungefähr gleichen Stelle den ungefähr gleichen Orbit einplanen. So. Und auch hier, ja, 740 ist völlig in Ordnung. Dann haben wir 846,2 Meter pro Sekunde, die wir brennen müssen in nicht ganz 4 Minuten. So, da spulen wir mal kurz vor. Ja, wir nutzen jetzt den Sprit, den wir hier noch Überschuss haben, natürlich auch wieder mit. Also werft niemals, um Himmels Willen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, werft niemals Überschuss Sprit ab, sondern versucht den immer zu verbrauchen, weil eventuell rettet euch der Überschusssprit, wenn irgendein Fehler später passiert. Oder ihr könnt dadurch mehr Sachen noch machen, die vielleicht gar nicht eingeplant waren. Also ein bisschen Bonus-Mission-Time, weil ihr nochmal am Minmus abklatschen könnt oder was auch immer.
oder eine zweite Stelle am Moon anfliegen könnt, die ihr vorher nicht geschafft hättet mit dem Treibstoff. Deshalb, wenn der Sprit da ist, benutzt ihn auch. Jetzt nicht einfach wegstagen, weil das so geplant war, sondern benutzen. Hier seht ihr auch nochmal einen Marker, wann das Staging ungefähr kommen wird in unserem Manöver. Also ihr seht, ungefähr ein Drittel unseres Manövers fliegen wir tatsächlich noch mit dem Triebwerk, was uns eigentlich nur hätte durch die Atmosphäre tragen sollen. Und das zünden wir jetzt. Auf geht's. So. Wenn das gleich passiert, einfach Leertaste einmal, das trennt uns und zündet direkt das nächste Triebwerk. Das heißt, wir haben dann einen relativ straighten Flug nachher. Und jetzt natürlich etwas weniger Schubkraft, als wir das vom vorherigen Triebwerk hatten, aber immer noch völlig ausreichend, um unseren Eject zu fliegen. Und guckt immer, dass ihr diesem blauen Manöver folgt. Das ist der Manövermarker, der kommt nur, wenn ihr ein Manöver geplant habt. Und den solltet ihr mittig haben. Der hat hier oben, der hat hier so zwei, also das, was ihr hier oben seht, diesen blauen Balken, hat er hier zweimal in schräg. Damit könnt ihr eigentlich euer Fadenkreuz hier allein. Und in der Mitte ist noch ein Punkt. Und wenn ihr die Dinger plus den Punkt übereinander bringt, dann seid ihr ziemlich sauber auf dem Manöver. Später können die Kerbals das auch per SAS. Da brauchen sie aber ein paar Level mehr. Oder ihr habt einen guten Probe Core später, der das für euch übernimmt. Da kommen wir aber später noch zu. So, jetzt gucken wir einmal, wie es unser Manöver geht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und dann bringen wir uns jetzt in Richtung des Moons. Und auch hier raus. So. Jetzt können wir eigentlich bei der ganzen Veranstaltung dranbleiben. Klar, man kann natürlich auch, man kann sogar ganze Booster landen. Also ich habe das ja in meiner Karriere auch gemacht, dass man dann so ein bisschen eher in die SpaceX-Richtung geht. Dann hat man trotzdem, mir geht es darum, wenn du in dem Raumschiff oben, was oben bleibt, mehr Sprit hast, dann schmeißt den nicht sinnlos weg. Wenn man natürlich Spritreserven mitnimmt, um zum Beispiel eine Boosterlandung zu machen, siehe SpaceX-Verfahren, dann macht das natürlich total Sinn. So, jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Die beiden gehen jetzt nämlich auf eine Reise. Und jetzt kommt der wichtige Part. Wir müssen jetzt sicherstellen, und das machen wir so ungefähr auf der Mitte unseres Flugs, mit einer sogenannten Mid-Course Correction. Deshalb heißt die Mid-Course Correction oder Mitte des Kurses Korrektur. Oh Gott, das übersetzt sich wirklich nicht gut auf Deutsch. Werden wir jetzt nochmal korrigieren, wie unsere Umlaufbahnen reinkommen. Dafür können wir jetzt als allererstes mal zu Jebediah rübergehen. Der fliegt ja ganz leicht vor Valentina im Moment. Ich glaube, er wird aber später ankommen. Er hat den längeren Kurs tatsächlich. Also er fliegt ein bisschen weiter außen. So, und was wir jetzt einplanen, ist ein Manöver, mit dem wir uns ein bisschen zielgenauer in den Moon Orbit packen. So, und dafür machen wir Ansicht zentrieren auf den Moon. Und sobald wir das tun, sehen wir hier den prognostizierten Kurs. Und wir haben hier hinten immer noch das Manöver, mit dem wir arbeiten können. Wir könnten natürlich auch hier mitarbeiten. Ich arbeite hier. Same thing. Hier habt ihr alles das, könnt damit nochmal die Schritte, wie viel Meter pro Sekunde pro Klick verstellt wird, einstellen. Könnt auch in weitere Umlaufbahnen schwenken und so weiter. Ich mache es hier, weil ich mich so dran gewöhnt habe. So, und jetzt können wir mal gucken. Mit etwas mehr Schub. Rechtsklick, dann rastet man diese Anzeige ein. Bringen wir uns jetzt mal in so einen schönen 80 Kilometer Orbit. Und jetzt kommt der ganz, ganz wichtige Part. Wir kommen in den Moon Orbit geflogen von hinter dem Moon. Also wir fliegen ein in diese Umlaufbahn und fliegen hinter dem Moon entlang. Woran sehe ich das? Hier ist eine hellere Linie, hier ist eine dunklere Linie. Das heißt, ich weiß, der Moon wandert in diese Richtung. Und ich merke mir jetzt bei Jebediah, dass ich so einfliege, dass ich hinter dem Moon entlang fliege. Es ginge auch vor dem Moon entlang. Das ist auch ein völlig valider Orbit. Er ist halt einfach andersherum. Warum ist das wichtig? Ich hatte es vorhin kurz gesagt, wir wollen, dass beide Raumschiffe in die gleiche Richtung um den Moon kreisen und nicht entgegengesetzt. Sonst wird das sehr, sehr spritintensiv, sich zu treffen. Das heißt, wir korrigieren jetzt auf einen 80 Kilometer Orbit, das merken wir uns, der hinter dem Moon oder, wenn ihr es andersrum sehen wollt, also falls man von oben jetzt auf den Moon raufguckt,
Und der Moon dreht sich in diese Richtung. Der mit der Moon-Rotation oder, wenn ihr es andersrum nennen wollt, vom Nordpol geguckt, gegen den Uhrzeigersinn. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Nein, also wir drehen uns mit der Rotation des Moons mit. Okay. Gut. Die Zündung ist jetzt ein bisschen drüber, aber das ist nicht ganz so wild. Wir zünden das jetzt einfach ganz vorsichtig. Ist auch nur eine kleine Zündung und bei den Entfernungen muss das nicht alles auf die Sekunde exakt sein. Das ist völlig in Ordnung. So, und sobald wir ungefähr die 80 Kilometer getroffen haben, machen wir aus. Zack, fertig. Das war's für Jebediah. Jetzt schalten wir rüber zu Valentina. Das heißt, wir gehen jetzt hier, klick drauf, wechseln zu und machen dann das nächste Mal über. Twitch Machine, du meinst nicht die Wiederverwendbarkeit, sondern die Stufe noch abzuwerfen, bevor, sodass sie verglühen kann. Das ist korrekt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Du kannst auch andere Möglichkeiten dann machen, zum Beispiel sowas wie jetzt. Mit unserer Stage könntest du dein Manöver halt so fliegen, dass du die Stage an einem Punkt abkoppelst, wo sie noch suborbital wäre. Also dass man den Kurs tatsächlich ein bisschen mutwillig so fliegt, dass quasi die abgetrennte Stage dann, was weiß ich, zeichne das mal ein, so einen kleinen Orbit fliegt und hier hinten wieder eintritt und wir erst hier den Flug Richtung Moon weitermachen. So. Hier passiert jetzt nochmal die genau gleiche Manöverplanung. Also wir machen uns ein kleines Manöver fertig. Ich gebe uns diesmal ein bisschen mehr Zeit mit 5 Minuten, damit wir nicht wieder so drüber gehen. Machen wieder Ansicht, zentrieren auf den Moon und wir sehen schon mal, die gute Nachricht ist, wir kommen auch hinter dem Moon an. Das heißt, wir werden jetzt auch hier und jetzt mache ich mal zum Vergleich tatsächlich, obwohl es für mich sehr ungewohnt ist, mache ich die Sache mal hier. Ich gehe mal auf 1 Meter pro Sekunde runter und jetzt ziehe ich mal hier. Also ihr seht, wenn ich hier ziehe, kann ich den gleichen Effekt erzielen. Und auch hier werde ich jetzt auf einen 80 Kilometer Orbit einschwenken. Wichtiger Punkt, wenn das mal knapp wird, ich habe jetzt einfach die Maus über dem Symbol, was ich bedienen möchte. Das funktioniert hier als auch hier. Und jetzt kann ich mit Drehung des Mausrades, also ich drehe jetzt mein Mausrad nach oben und nach unten, in Einzelklicks quasi weitergehen. Und die kann ich hier natürlich auch noch mal sehr viel feiner justieren. Hier justiere ich die dadurch, wie schnell ich das Mausrad drehe. Also großer Tipp, wenn ihr an das hier noch nicht gewohnt seid, Gott, oh Gott, oh Gott, dann benutzt das hier, weil hier könnt ihr viel feiner justieren. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, ah, ganz, ganz, ganz pedantisch. Ah, verdammt. Okay, feiner kriege ich es schon mal nicht hin. Das Schlimme ist, obwohl das hier näher an 80 Kilometern ist, muss ich leider das benutzen, weil sich das mehr nach 80 Kilometern anfühlt. Das ist nicht logisch, aber es ist einfach so. So, jetzt habe ich auch hier mein Manöver. Kann wieder die Vorspultaste benutzen. Und auch hier gilt in die andere Richtung, das muss nicht auf die Sekunde perfekt sein bei solchen Entfernungen. Wir nehmen uns jetzt das Manöver. Wir haben zwar noch 50 Sekunden Zeit, aber wir fliegen das eh sehr langsam und vorsichtig. Und mit Rechtsklick raste ich mir jetzt hier nochmal die echte Periapsis ein. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und dann werden wir gleich sehen, wer zuerst ankommt von den beiden. Ich würde im Moment anhand der Kurse tatsächlich auf Valentina tippen, weil die den kleineren Bogen fliegt und damit die Strecke kürzer ist. Twitch Machine, ich wünsche dir einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. So. Und damit dann natürlich auch schneller da ist. So, jetzt schön vorsichtig. Und was ihr machen könnt, ist das auch mit RCS nochmal nachkorrigieren. Ich mache es jetzt mit dem Triebwerk. Jetzt muss ich es nachkorrigieren. RCS an mit R. Könnt ihr das anschalten und jetzt N ist Rückwärtsschub. Also N ist entgegen der Flugrichtung. Und mit einem ganz kleinen Schub bringe ich es wieder über die 80 und mit einem noch kleineren Schub. R aus. Alles ist super. So. 80 Kilometer. Da freue ich mich. So.
Jetzt schauen wir mal, ob ich recht behalte am Ende. Mit dem Dach kommt ihr wieder zurück. So, und jetzt mache ich ein bisschen Vorspulen rein und wir sehen mal, was passiert, weil ich spekuliere, dass wir jetzt den Jebediah überholen und das tun wir tatsächlich auch. Ja, ich glaube schon. Doch nicht, ne? Er ist ein bisschen vor uns. Er ist tatsächlich ein bisschen vor uns. Der Schweinepriester. Okay. Das sieht aber ganz gut aus schon mal. Also wir kommen jetzt. Das sieht für einen kurzen Moment sieht es verwirrend aus, wenn die beide kurz nacheinander in den Orbit gehen, weil er dieses Umschalten auf die Ansicht erst später macht. Also Jebediah ist einen kurzen Moment vor uns, tatsächlich. Das heißt, er wird zuerst in den Moon Orbit eintreten. Das heißt, was bereiten wir vor? Wir bereiten tatsächlich Manöver vor, einfach, also das kann man auch freihändig fliegen, indem man auf der Periapsis retrograd fliegt, also rückläufig, aber macht ruhig ein Manöver dafür. So, das heißt, auf der Periapsis machen wir Manöver, was uns an den Punkt bringt, wo Periapsis und Apoapsis flippen. Und dann habt ihr immer so einen ungefähr zirkularisierten Orbit. Das ist selten perfekt im ersten Anflug, aber ungefähr. In dem Moment, wo die flippen, ist es ungefähr Pi mal Daumen gleich. Ungefähr. So, und da müssen wir jetzt hin, ne? Ich nehme mal den hier. Und wie ihr seht, folgt uns Valentina auf dem Fuß. Das heißt, wir machen gleich das gleiche Manöver nochmal. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, blaues Manöver ausrichten. Und wichtig ist natürlich, also ich spiele viel zu viel in diesem Modus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wichtig ist natürlich auch mal die Ausblicke zu genießen, die sich dadurch so ergeben. Das sieht nämlich manchmal auch ganz schick aus. Moin, Noxic Tonic, meine Güte. Und Prost. So. Wir haben jetzt in 20 Sekunden unsere Zündung. Da zünden wir einmal auf Vollschub. Das bringt uns dann relativ schnell 19 Sekunden in den Orbit rein. Dann haben wir, denke ich, noch so, ist schwer zu schätzen, 3, 4 Minuten bis Valentina auch an der Stelle. Es könnten auch noch 10 sein, ehrlich gesagt. Ich finde das immer sehr schwer zu sagen. Auf jeden Fall können wir noch in Ruhe das Manöver planen. So, und jetzt passiert Folgendes. Wir haben jetzt ein ganz kleines bisschen Sprit noch in dieser Stage und jetzt müssen wir einmal wegstagen. Und damit verschwindet diese Stage dann auch in eine andere Umlaufbahn und geht uns nicht mehr auf den Keks. Was schon mal die Schrottdiskussion etwas vereinfacht im Moon Orbit. Und voilà. So. Ja, wir werden auch noch interplanetar diesmal fliegen. Diesmal tatsächlich. Aber an sich ist eigentlich, wenn man weiß, wie man zum Moon kommt, dann weiß man eigentlich auch schon, wie man zu jedem anderen Planeten kommt. Ist nämlich so ziemlich das Gleiche, nur mit einer anderen Einflusssphäre. Aber das machen wir später noch. So, wir haben jetzt den lieben Jebediah in einem 79 zu 81 Orbit. Also ist auch relativ rund die ganze Geschichte. Orbit eingeparkt. Jetzt wechseln wir mal zur Valentina. Wir haben jetzt noch, na, wie schlecht habe ich geschätzt? 28 Minuten sogar, also wir haben noch richtig viel Zeit für den Orbit. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir ja den Jebediah treffen wollen. Das Erste, was ich mal machen würde, ist einfach erstmal den Orbit einplanen, also einfach nur runterbremsen, um zu gucken, wo wir dann in Bezug auf ihn sind. Danach beginnt erst die Rendezvous-Nummer. Das hier ist ein reines in den Orbit einbremsen, um zu gucken, was für Fakten wir geschaffen haben. Okay? Sollte es jetzt passieren, dass ich rein zufällig Jebediah treffe, werde ich den Orbit nochmal mit Absicht ein bisschen verschlechtern. Und zwar aus dem Grund, dass das noch nicht der Rendezvous-Part ist und ich den euch einmal zeigen möchte, ein bisschen genauer. Erstmals wichtig, wenn ihr ein Rendezvous machen wollt, dass ihr euch in der gleichen Bezugssphäre im gleichen Orbit befindet. Also was wir jetzt machen, wir fliegen in den gleichen Orbit ein,
Der ist noch nicht perfekt an Jebediah angepasst. Und das kann zufällig sein, dass wir uns sehr nah sind. Es kann auch sein, dass Jebediah hier drüben ist. Ne? Wenn ich gleich bremse. Wir werden sehen. So, dann machen wir den Zeitraffer an. Wie ich mein Glück kenne, sind wir uns sehr viel näher, als ich mir das wünschen würde. Toll wäre natürlich, wenn er einfach wirklich auf der anderen Seite ist. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Okay. Worst Case Orbit. Okay. Boop. So. Was ich jetzt mache, ist erstmal in den Orbit einbremsen, so wie ich den geplant habe. Aber es ginge auch anders. Ich könnte nämlich den Orbit gleich ein bisschen größer lassen. Ich erzähle euch aber dann später, warum. Jetzt machen wir erstmal die Bremsung. So. Noch zwei Delta V übrig beim Rückflug. Das ist auch, das sind doch die schönsten Momente, wenn es wirklich ganz knapp passt. So. Und dann kommt unsere Zündung. Ah, mit Sonnenuntergang. Wundervoll. Wir fliegen erstmal in den Orbit ein. Also jetzt haben wir ein schönes Szenario, um Rendezvous zu üben. Denn nee, Jebediah, ich bin ja gerade mit Valentina unterwegs, glaube ich. Jebediah befindet sich wirklich fast exakt auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt jetzt gar nicht so die eine richtige Antwort, sondern man kann das jetzt auf zwei Arten und Weisen machen. So, was sind die Arten und Weisen? Also, jetzt haben wir erstmal den Orbit gleich. Was haben wir jetzt als Grundlage? Ich fokussiere mal auf den Moon, also durch Doppelklick könnt ihr das machen. So, was jetzt passiert ist natürlich, ich mache mal mit bewusstem Zeitraffer an. Die zwei werden sich wahrscheinlich in 100 Jahren überhaupt mal irgendwann treffen, wenn überhaupt, weil sie ja immer in der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sind. So. Jetzt gibt es zwei Varianten, wie ich die Sache angehen kann. Ich kann entweder sagen, ich beginne als, wichtiger Part, Valentina. Valentina ist unsere Verfolgerin, nennen wir sie jetzt mal. Sie ist als zweites gekommen. Valentina will Jebediah erreichen. Also Empfehlung ist, entscheidet euch immer, wer will den anderen treffen. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass Valentina ein Rendezvous mit Jebediah initiieren möchte. Das heißt, ich werde von Valentina aus steuern. So. Was ich jetzt machen kann, ist entweder dafür zu sorgen, dass Jebediah mich einholt oder dass ich Jebediah einhole. Was ist der Unterschied? Wenn ich möchte, dass Jebediah mich einholt, und das war das, was ich gerade meinte, dann hätte ich gar nicht so weit Bremsen brauchen, sondern dann muss ich meinen Orbit größer gestalten als sein. Denn ich habe dann eine längere Strecke zu fliegen. Wir reden ja hier über Kreisbahnen, okay? Und einen größeren Kreis zu fahren, dauert halt einfach länger, okay? St Achtung, starke Vereinfachung. Aber letzten Endes, wir haben mehr Höhe, größere Kreisbahn und haben unsere kinetische Energie, die Geschwindigkeit, getauscht gegen potenzielle Energie, die Höhe. Das heißt, wir bewegen uns auf einer höheren Umlaufbahn langsamer insgesamt, okay? Das werdet ihr auch feststellen, je tiefer ihr eine Umlaufbahn um den Moon zum Beispiel macht, umso schneller ist eure Umlaufgeschwindigkeit, weil potenzielle Energie ist die Höhe des Orbits, kinetische Energie ist die Geschwindigkeit, mit der ihr euch bewegt. Wenn ihr nach unten reinfallt in das Gravitationsfeld, so müsst ihr euch das vorstellen. Ich weiß, es ist jetzt sehr abstrakt, das müsst ihr auch nicht verstehen und das müsst ihr euch auch nicht merken. Wichtig ist nur, niedriger Orbit schneller, hoher Orbit langsamer. So, das heißt, will ich jetzt Jebediah einholen, muss ich in einen niedrigeren Orbit als meine 80 Kilometer wechseln. Will ich, dass Jebediah mich einholt, muss ich in einen höheren Orbit wechseln. Der mit Jebediah mich einholen kann. Okay? Ich entscheide mich jetzt für die Ich jage Jebediah-Variante. Das heißt, ich gehe retrograd, das bin ich auch schon, und gebe mal ein bisschen Schub. Was jetzt dadurch passiert ist, dass mein Orbit kleiner wird. Und ich bringe den jetzt mal runter auf 60 Kilometer. Okay? Also ich übertreibe jetzt extra mal aus Anschaulichkeitsgründen. Und bringe meine Periapsis auf 60 Kilometer. Achtung, funktioniert gut am Moon. 60 Kilometer ist keine gute Höhe. Aber ein Kerbin. Da solltet ihr über 70 bleiben. So. Jetzt spule ich erstmal zu Periapsis vor. Und
werde dort nochmal meine andere Seite vom Orbit. Das muss ich gar nicht. Ich könnte den auch so lassen, aber ich mache es jetzt mal ganz, ganz deutlich. Also wirklich deutlich kleiner den Orbit, damit man den Effekt auch gut sehen kann. So. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Periapsis, gehen wieder retrograd. In 4 Sekunden ist es soweit. Ich denke, wir werden relativ exakt die Drehung bis dahin mitbekommen. Und auch hier gilt wieder, wenn ich brenne, wird der Punkt kommen, wo Apoapsis und Periapsis beginnen zu flippen. Und das ist ein sehr guter Punkt, 60-60, um einen zirkulären Orbit zu haben. So, jetzt kann man Folgendes machen, um das mal ein bisschen zu beobachten. Wir können jetzt nämlich mit einem Klick auf die Kapsel von Jebediah diese als Ziel setzen. Sobald wir das haben, können wir mit einem Rechtsklick auf die Kapsel die Entfernung zu Jebediah anpinnen. Und jetzt sehen wir, dass die Entfernung tatsächlich sinkt. Und wenn ich jetzt mal den Zeitraffer einstelle, dann sieht man jetzt, dass mein Orbit, dadurch, dass er niedriger liegt und damit eine kleinere Kreisbahn hat und mehr kinetische Energie, also ich habe meine potenzielle Energie in kinetische Energie, in Bewegungsenergie umgewandelt, in sich trägt, sich schneller bewegt. So. Und damit verkürze ich meine Entfernung auf Jebediah immer mehr. Das gleiche Prinzip würde andersrum funktionieren, nur dass dann eben Jebediah sich mir von hinten nähern würde, weil ich ja den größeren Orbit fliege und dadurch langsamer bin, okay? Ich glaube, das Prinzip ist relativ klar. Jetzt kann man das Ganze entweder mit einem sehr extremen Unterschied in den Orbits machen oder halt einfach die Zeit für sich arbeiten lassen. Ich habe jetzt den Zeitraffer mal ein bisschen hochgedreht. Ihr seht, Valentina nähert sich Jebediah immer, immer mehr an. Das ist ein sogenannter Chaser-Orbit oder Verfolgungsorbit. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist. Ich kenne nur Chaser Orbit. Und an irgendeinem Punkt, und das ist so ein bisschen eine Übungs- und Gefühlssache, wird der Punkt sein, dass man sich mal überlegen muss, so, naja, wann muss ich denn meinen Orbit wieder wechseln? Weil so kriegen wir im Moment kein Rendezvous hin. Und ich habe mir jetzt mal gemerkt, ungefähr 190 Kilometer, als wir hier passiert haben. 50 Kilometer raus. Das heißt, wir müssen uns bald mal einen Kopf machen. Also 50 Kilometer haben wir in einem Viertelorbit aufgeholt. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an, hier ein Manöver hinzuzufügen. Ich hoffe, dass das ehrlich gesagt noch zu früh ist. So, wenn ich das jetzt hochziehe, also was ich jetzt mache, ich ziehe das hoch auf eine Kreuzung mit der Umlaufbahn von Jebediah. Okay, also ich gebe ein bisschen Gas rein. So, und stelle jetzt fest, wir haben hier immer den Zeiger mit der gestrichelten Linie. Das ist die Zielposition, also das, was ich jage, das ist Jebediah. Der andere Marker bin ich. Wir haben noch eine Entfernung von 32 Kilometern. Dass Jebediah hier noch vor mir ist, bedeutet jetzt was? Dass Jebediah vor mir ist, bedeutet, ich habe ihn noch nicht eingeholt. Das heißt, ich brauche noch Zeit. Jetzt kann ich das ganze Manöver nehmen. Ups, das war nicht so gut. Entschuldigt bitte, ich muss das Manöver nochmal neu machen. Weil ich reingegrabbelt habe und einen anderen Punkt bedient. Also, wir gehen hier wieder auf die Höhe hoch. So. Und jetzt könnt ihr das Manöver verschieben. Das kann man entweder machen, indem man hier in diesen Kreis reingreift und das schiebt. Oder man kann das hier auf dem. Entschuldigung. Jetzt ist es ganz vorbei. Ich mache das Manöver auf. Zack. Hier auf diesem Part machen, indem man. Hier steht 10 Sekunden. Das Manöver um 10 Sekunden verschiebt. Okay? Also so würde das funktionieren zum Beispiel. So, wie finde ich jetzt den richtigen Punkt? Ich nehme mir einfach den Pfeil, der meine Position anzeigt, mache einen Rechtsklick drauf und sehe dann hier 27 Kilometer. Jetzt kann ich einfach, wie gesagt, ihr könnt das hier auch schieben oder ihr macht es hier. Klick, klick und ihr seht, wie es immer ein bisschen weniger wird. Das klicke ich jetzt so lange weiter, bis ich irgendwann den Punkt erreicht habe, wo das nicht mehr weniger wird. Ihr seht, hier ist jetzt so der Punkt erreicht, hier passiert nicht mehr viel. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, kann ich mit einem Manöver noch was verbessern? Dafür kann man sich durch reinscrollen nochmal angucken, was ist denn da eigentlich Phase? Okay, und was ich hier sehe ist, mein Orbit weicht leicht ab. Ich bin ein bisschen zu tief in der ganzen Geschichte drin, um ihn zu treffen in dem Moment. Das heißt, was ich gucken könnte ist, würde denn eine Angleichung nach oben, ich drehe jetzt mein Mausrad, tatsächlich was verbessern und ich sehe, ja, das tut es. Bis zu einem gewissen Punkt wird mich hier also eine Korrektur näher an das andere Raumschiff bringen. Ich drehe jetzt einfach so lange weiter, ganz vorsichtig,
bis ich sehe, das wird nicht mehr besser. Aber im Moment sieht es sehr, sehr gut aus. 2, 2,5. Irgendwann wird es aufhören. Genauso wie beim anderen wieder. Irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo ich sagen muss, okay, ich muss mir eingestehen, das wird jetzt hier nicht mehr besser. 1,4. So, und dabei belasse ich es jetzt einfach mal. Versucht in der ersten Annäherung immer so unter die 10 Kilometer drunter zu kommen. Das ist ein ganz guter Anfang. Ab da kann man sich dann weiter rantasten. Und jetzt machen wir dieses Manöver mal. Das heißt, wir haben jetzt Manöver geplant. Und wenn wir dieses Manöver geflogen haben, das wird natürlich hier drüben sein. Irgendwo, wo ist es? Da. Also über dem großen Krater fliegen wir ein Manöver. Das wird uns eine ganze Weile später in die Nähe des anderen Raumschiffs bringen, wo wir dann bremsen müssen. Dann haben wir unsere Rendezvous-Vorgaben eigentlich sogar schon erfüllt, weil ein Rendezvous in Kerbal Space Program ist in unter, ich meine, 2 Kilometer oder 2,5 Kilometer, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 2 ist auf jeden Fall safe. In unter 2 Kilometer in den relativen Stillstand zueinander zu kommen. Ich weiß nicht, wo sie den harten Trigger setzen, aber sobald man ungefähr auf eine ähnliche Geschwindigkeit kommt, sollte das im Normalfall reichen. Okay, das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Vorspulflash zu unserem Manöver und schauen dann mal, dass wir den lieben Jebediah überraschen mit unserem Annäherungsmanöver. So, wenn ihr nicht in, also wenn ein Objekt sich in unter 100 Kilometer Umkreis befindet und ihr seht keinen Marker, dann drückt mal einmal F4 und dann habt ihr gesehen, taucht hier eine Markierung auf, die mir anzeigt, wo der liebe Jebediah eigentlich ist. Und dann kann ich auch sehen, dass er im Moment noch 55 Kilometer von mir entfernt ist. Das ist manchmal ausgeblendet. Mit F4 könnt ihr euch das einblenden. So. Wichtig ist natürlich, dieses SAS zu nehmen. So, und auch hier gilt jetzt einfach, solche Manöver fliege ich tatsächlich einfach auf dem Navball. Also achtet nicht so sehr auf das hier, achtet auf das hier. Das ist eigentlich das, wo Manöver passieren. Die Rakete ist ein nettes grafisches Add-on. Okay. Und wir wollen das hier so ziemlich nah an die 0,0 fliegen. Schubzeit 2 Sekunden, das geht jetzt nicht auf Vollschub. Das kann man sehr schwer kontrollieren. So. Da drauf und ich nehme immer kurz vorher noch mal ein bisschen Schub raus, gehe nur noch mit ganz leicht Schub rein und zack. So, wir sind jetzt nah genug dran und jetzt könnt ihr auf der Karte kontrollieren. Da hinten seht ihr den Schnittpunkt, das wird uns auf 1,4 Kilometer bringen. Das ist doch schon mal relativ schön. Ich mache jetzt Folgendes: Ich mache mal bis hierhin vorspulen. Was ihr jetzt seht, ist, dass dieses Nupsi-Ding immer näher kommt. So, und dann wird der Punkt erreicht sein, wo irgendwann der Navball auf Ziel umspringt. Wenn er das nicht tun sollte, dann könnt ihr durch einfaches Draufklicken hier oben das auf Ziel umstellen. Jetzt ist wirklich wichtig, dass es auf Ziel steht, denn jetzt ändern sich unsere Pro- und Retrograde-Punkte. Wenn ich jetzt retrograd gehe, dann bezieht sich das auf meine Geschwindigkeit zum Ziel. Ihr seht hier, ich habe eine 30 Meter pro Sekunde, also das sind gute 100 km/h immer noch. Geschwindigkeitsunterschied zu meinem Ziel. Okay. Die muss ich wegbremsen. Habe ich Retrograd-Umlaufbahn, sind das fast 500 und zeigt eine ganz andere Richtung, wie ihr feststellt. Das heißt, bremsen wird schwierig. Also ganz, ganz wichtig, achtet darauf, hier auf Ziel zu stehen. Sonst ist das, was ich euch jetzt gerade erzähle, überhaupt nicht hilfreich und es wird immer schlimmer werden. Wir wissen jetzt aus unseren Orbit-Informationen, 1,4 Kilometer wird der Punkt der besten Annäherung sein. Den sollten wir abwarten. Wenn das bei euch 9,6 Kilometer sind oder 200 Meter, dann ist es dieser Punkt. Und ihr habt auch an dem Rendezvous angezeigt eure relative Geschwindigkeit. Das sind hier 24,7 Meter, aka ziemlich wenig. Ja, wir haben eben auch so 20 Meter pro Sekunde kann unser Triebwerk in 2 Sekunden brennen. Das hatten wir gerade in dem Manöver gesehen. Wir haben also Zeit, dieses Manöver zu fliegen, können also mit Gefühl bremsen. Es gibt auch Situationen, da steht dann in der relativen Geschwindigkeit 500, dann solltet ihr ein bisschen mehr und eher Gas geben. Das ist ein bisschen eine Gefühlssache, auch hier wieder F5, wenn ihr euch nicht sicher seid. Schnell speichern. Wir sind jetzt vor dem Rendezvous. Wenn ich es verpatze, kann ich mit F9 wieder hierhin zurückgehen und es nochmal probieren. Okay, F5 ist euer großer Freund.
So, und jetzt kommt der Üben-Üben-Üben-Üben-Üben-Part. Wir werden jetzt langsam rangehen und ich lasse jetzt bewusst mal den Zeitraffer raus, damit ihr mal ein Gefühl dafür entwickelt, wie schnell oder nicht schnell 30 Meter pro Sekunde jetzt noch 27,5 sind. Auf großer Entfernung ist das gar nicht so viel, aber wenn man dann in den Nahbereich kommt, stellt man fest, dass das plötzlich alles sehr, sehr schnell geht. Der wichtige Part ist hier, dass ihr nicht panikt. Guckt einfach rechtzeitig, bevor es dazu kommt, dass ihr auf dem Ziel steht und rückläufig oder retrograde, je nachdem, ob ihr Deutsch oder Englisch spielt, das Spiel, eingestellt seid. Weil jetzt habt ihr wirklich sämtliche, also das Einzige, was ihr tun müsst, ist mit Shift und Steuerung mit dem Schub spielen. Emerax, danke. Sehr leckerer Kaffee, ein sehr leckerer Kaffee. Habe ich auch selber gebrüht. So, also, wir warten das ab, wir warten das ab und ihr seht, wir haben jetzt noch 3 Minuten 27. Ja, also das ist alles relativ entspannt. Ich Zeitraffer jetzt tatsächlich mal ein bisschen. Ich wollte es eigentlich anders zeigen im Sinne von, dass man langsam runterlaufen lassen, aber ganz ehrlich, wir langweilen uns ja zu Tode. So, ich nehme das bei 2 Kilometer mal raus. Und jetzt seht ihr, jetzt passiert dann relativ viel auch mittlerweile in der relativen Geschwindigkeit zueinander und man beginnt dann schnell mal zu paniken. Das müsst ihr nicht. Ihr müsst nicht paniken. Also bleibt ganz ruhig. So, wir sind jetzt bei 2 Kilometern und ich glaube, wir haben sogar schon unser Rendezvous erfüllt, oder? Ja. Haben wir gemacht. Das heißt, wir können jetzt ganz in Ruhe uns auf die gleiche Geschwindigkeit einbremsen. Weil wenn Rendezvous, dann machen wir das richtig. Und jetzt nähern wir uns langsam der Stelle, wo es nicht mehr besser wird bei uns. Und jetzt bringe ich das auf 0 zueinander. Also um diese Zahl hier geht's. Jetzt bin ich genauso schnell wie Jebediah und bin in einem fast gleichen Orbit. Natürlich ist der nicht exakt gleich, denn wir sind noch 1,6 Kilometer auseinander. Ihr seht das hier. Und wir werden uns mit der Zeit jetzt wieder voneinander entfernen, wenn wir nicht sehr nah zueinander finden. Aber da wir unser Rendezvous jetzt erfüllt haben, dann machen wir jetzt ein Häkchen. Diese Mission ist erledigt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht mit ein bisschen Glück eine Nachfolgemission haben, die beiden miteinander zu docken. Das wäre natürlich sehr praktikabel. Wenn nicht, machen wir jetzt trotzdem das Docking, weil ich euch das gerne zeigen möchte. Aber wenn es geht, lassen wir uns natürlich gerne dafür bezahlen. So, schauen wir mal. Docke mit 2 Raumfahrzeugen an oder um Moon an. Hervorragend. Ich lasse mich natürlich dafür bezahlen. So, das nehmen wir jetzt noch an und gehen zurück zu unserer Rakete mit Valentina. Upp. Gute Frage. Ich hoffe, das ist die Valentina-Rakete, aber es ist die zweite. Eigentlich ist es hier immer eine chronologische Reihenfolge. Und Valentina ist als zweites gestartet. Müsste also diese Rakete sein. So. Sieht gut aus. Also, wir haben jetzt noch immer unser Ziel, den lieben Jebediah, der ist da drüben irgendwo. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, okay, wir haben jetzt ein Rendezvous gemacht. Ein Rendezvous ist immer der erste Schritt zu einem Docking. Ohne ein Rendezvous werdet ihr kein Docking machen. Also, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn ihr es ohne schafft, da habt ihr einen sehr langen Dockingrüssel, der sehr elastisch ist. Und das haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt ist das aber noch lange kein Docking. Wir sind noch 1,6 Kilometer voneinander entfernt. Genau, fast wie im richtigen Leben, crazy. Und Lost, vielen lieben Dank, dass Sie die Tutorials geholfen haben. Freut mich sehr, dafür mache ich sie. Von daher, das ist der schönste Lohn, wenn dadurch jemand irgendwie KSP spielen lernt. Das ist doch schön. So, jetzt kommt die große Frage, wie machen wir aus 1,6 Kilometern 0 Meter und tatsächlich eine Berührung der Docking-Ports? Auch hier gilt wie im echten Leben, vor allen Dingen vorsichtig. So, wir haben weiterhin hier den Navball auf Ziel gestellt. Sobald ihr unter diesen 10 Kilometern seid, passiert alles, was ich euch jetzt erkläre, über den Ziel-Navball, okay? Und das Erste, was wir machen, ist mal uns den pinken Marker suchen, der kreisförmig ist. Und der ist immer auf der anderen Seite von dem nicht kreisförmigen. Das ist Zielrichtung. Also das ist wirklich die Richtung unseres Ziels.
Ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen, was denn F-Ball macht. Und wichtig ist auch, jetzt nochmal ganz, ganz deutlich, weil ich spiele ohne Eye-Tracking oder sowas. Mein gesamtes Rendezvous- und Docking-Verhalten sind meine Augen hier unten. Ich werde euch explizit sagen, gleich, wenn ich euch das erkläre, wann ich hier oben irgendwas angucke. Aber eigentlich ist das hier der Referenzrahmen, in dem ich mich bewege. Und das hier ist nett anzusehen, okay? Da wir jetzt gleich auf die dunkle Seite wechseln, mache ich jetzt noch einen ganz kleinen Kunstgriff, damit das auch zu sehen sein wird. Nämlich, ich ziehe unsere Lichteffekte etwas hoch. Das ist Audio. Umgebungslicht. Da, wir gehen mal auf so 20%. Ich kann das nicht. Wir gehen auf 25%. Ach Gott, das geht auch nicht. Leute, was ist los? Why? Why? Oh Gott, KSP ist kaputt. Ich muss das Spiel leider zurückgeben. Wir gehen auf 15%. Okay, cool. 15% ist super. So, mit etwas mehr Umgebungslicht sieht man dann auch noch was, wenn wir auf der dunklen Seite sind. Also, das ist die Zielrichtung. Das hier ist unsere relative Bewegung. Das heißt, wir bewegen uns seitlich versetzt weg. Das ist retrograd. Das ist dieses Manöver. Wir bewegen uns weg. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist dafür sorgen, dass das eine auf das Ziel Zubewegung wird. Durch diesen Marker. Jetzt geht der aber dran vorbei. Das kann man korrigieren, indem man auf der anderen Seite Schub gibt. Der Marker folgt immer meinem Schubvektor. Das heißt, ich kann relativ exakt dafür sorgen, den mit dem Pinken übereins zu bringen. Das muss am Anfang noch gar nicht perfekt sein. Das wird es auch nicht sein. Und wir geben jetzt mal so viel Schub, dass wir uns mit 10 Metern pro Sekunde annähern. Achtung, 10 Meter pro Sekunde sind 36 km/h. Das wirkt immer erstmal wenig, die Zahlen, aber das ist nicht ganz langsam. Ja? Und wir sollten, also jeder, der vielleicht schon mal ein Auto mit 36 km/h an ein anderes Auto angedockt hat, wird festgestellt haben, dass das ziemlich massive Schäden an beiden Fahrzeugen hinterlässt. Und deshalb sollte man damit sehr vorsichtig sein. Wenn jetzt im ersten Anflug diese beiden Marker nicht perfekt übereinander liegen, dann ist das völlig in Ordnung. Erstens nähern wir uns jetzt nur an. Es ist noch nicht das Docking. Und zweitens, ein richtiges Docking in der echten Raumfahrt funktioniert tatsächlich auch genau so. Wenn sich eine Sojus oder zum Beispiel eine Dragon oder sowas an die Raumstation annähern zum Docken, wird niemals direkter Anflugwinkel gewählt, sondern es wird immer ein Winkel gewählt, dass wenn jetzt mein Raumschiff versagt und eine Fehlfunktion hat, ich dran vorbeifliegen würde, okay? Und deshalb ist das auch völlig okay, wenn es so ist. Und jetzt kommt der wichtige Part, retrograd drehen und rechtzeitig. Und mit rechtzeitig meine ich so, wenn ihr unter die 1000 Meter geht, bremst die Kiste schon mal ganz, ganz vorsichtig auf so 5 Meter pro Sekunde runter. Weil ihr seht, wir nähern uns jetzt immer noch sehr, sehr schnell an. So, und jetzt sind unsere Orbits so nah beieinander, dass diese Abweichungen durch die Geschwindigkeit und die Ausrichtung gar nicht mehr so riesig relevant sind. Okay, und ihr seht jetzt, ich fliege eigentlich an dem anderen Raumschiff schön safe dran vorbei. Und das ist, also man sieht das jetzt schon, wenn ich durch meine Längsachse durchgucke, treffe ich nicht das Raumschiff und auch hier liegt der Kreis nicht direkt auf dem Kreis. Das heißt, ich kann jetzt mit einem sehr, sehr ruhigen Gewissen das erstmal ein Stück weit runterlaufen lassen, weil selbst wenn ich jetzt nichts mehr tue, wenn ich jetzt wirklich überhaupt nichts mehr tue, dann würde ich nicht das andere Raumschiff rammen, sondern ich würde halt mit knapp 5 Metern pro Sekunde dran vorbeifliegen. Okay? So, das Ganze zieht sich jetzt ein bisschen, weil, ich mache mal den Zeitraffer an, wir natürlich sehr vorsichtig sind in der Annäherung. Das empfehle ich euch auch für eure Dockings. Gerade wenn ihr das anfangt zu üben, langsam ist gut und aus gut wird irgendwann mal schnell. Übertreibt es nicht am Anfang, lasst euch Zeit, weil ihr müsst viele Dinge tun, an die ihr noch nicht gewohnt seid, sie zu tun, und auf viele Dinge achten. Und deshalb ist es sehr, sehr hilfreich, sich erstmal Zeit zu lassen. Wie ihr seht, da oben ist jetzt schon die andere Rakete. Was ich jetzt mache, ich gebe jetzt ganz vorsichtig ein bisschen Schub, um das auszugleichen.
So, und ich lasse jetzt mal bewusst einen Meter drauf. Jetzt sind wir wirklich nah dran. Und jetzt beginnen wir mal mit RCS zu arbeiten, okay? Weil wir haben die Düsen angebaut, wir haben dafür bezahlt. Jetzt lasst sie uns auch benutzen. Okay, also mit R oder Klick auf diese Schaltfläche aktivieren wir RCS. Mit H geben wir Vorwärtsschub. Mit N geben wir Rückwärtsschub. Das erste, was wir jetzt machen, ist mit H. Ja, kann man gedrückt halten oder man kann das auch impulsartig spielen. Bringen wir jetzt unsere Geschwindigkeit auf 0,0. So, ihr seht, das ist nicht wirklich 0,0. Wir bewegen uns immer noch ganz latent zueinander. Kleiner geht noch. So. Jetzt konfigurieren wir ein paar Sachen an der Rakete. Und zwar, um es uns einfach zu machen, Rechtsklick auf unseren Dockingport von hier steuern. Und jetzt sind wir ja nah genug dran, Rechtsklick auf den anderen Dockingport als Ziel setzen. Jetzt seht ihr, das Ziel springt von der Kapsel exakt auf den Dockingport um. Das macht vieles einfacher. Für diejenigen von euch, die optisch noch nicht damit leben können, dass sie hier drauf komplett arbeiten, kann ich euch jetzt empfehlen, mit V in den sogenannten Arretiert-Modus zu gehen. Der Arretiert-Modus springt immer so, wie das hier liegt. Das heißt, wenn ich jetzt mit D nach rechts steuere, dann bewegt sich eure Rakete auch nach rechts. Mit A nach links, Rakete auch nach links. Das könnt ihr mit dem Buchstaben V machen. Und der Sichtmodus heißt in Deutsch arretiert, in Englisch ist es locked. Jetzt können wir schon mal relativ gut unsere Rakete ausrichten und das, was wir tun mit der Rakete, wie gesagt, eigentlich gehören die Augen hierhin, aber das, was wir jetzt tun, deckt sich mit dem, was wir hier oben sehen. Und das hilft jetzt bei der Arbeit mit diesen Docking-Trustern. Wir machen jetzt mal eine kleine Trockenübung. Und zwar gibt es neben H und N für vorwärts und rückwärts auch natürlich noch oben, unten, links und rechts. Und die sind wie WASD angeordnet, nur mit IJKL. WASD, habe ich das in der, ja, habe ich in der richtigen Reihenfolge gesagt. Oh, wow, ich bin fast beeindruckt von mir. Also, L ist rechts bewegen. Okay, ihr merkt es, dabei bricht die Rakete so ein bisschen aus, weil ich habe jetzt natürlich absolut nicht den Mittelpunkt mehr meiner Masse, weil ich hinten noch was dranhängen habe. Noch ein Tank mit einem Triebwerk. So, J ist links. K ist nach oben. Man sieht es jetzt leider nicht ganz so gut. So, seht ihr das? K gibt uns Bewegung nach oben. Y gibt uns Bewegung nach unten. H vorwärts, N rückwärts. Das erste, was wir jetzt bei einem Docking machen müssen, natürlich wäre schon mal gut, wenn wir grob in die Richtung des Ziels gucken. Das könnt ihr über die Rakete machen, aber eigentlich gehört der Blick hierhin. Also wir richten uns grob auf das pinke Ding aus. Und jetzt drücken wir mal kurz einen Moment H, bis dieser Marker kommt. Und jetzt sehen wir schon mal, okay, wir haben jetzt eine Vorwärtsbewegung. Und dieser gelbe Marker ist ganz, ganz wichtig, weil der gelbe Marker uns eigentlich sagt, wo wir stehen. Okay? Ohne den gelben Marker sind so Bezugspunkte ein bisschen schwierig. Also, mit Vorwärtsschub und jetzt seht ihr schon 0,6 Meter pro Sekunde, da verschwinden 40 Meter relativ schnell. Also passt ein bisschen auf, wenn ihr merkt, ihr seid zu schnell geworden. Mit N gebt ihr Rückwärtsschub. Dadurch seht ihr aber auch, dass so Seitendrifts relativ stark werden, je langsamer eure Annäherung wird. Und das ist ein gern gemachter Anfängerfehler, dass man dann probiert, mit immer mehr Vorwärtsschub den Knopf wieder in die Mitte zu ziehen. Das, was ich euch vorhin gezeigt habe, quasi. Also sowas hier zu tun. Ich zeige das jetzt nochmal ganz bewusst. Das ist falsch. Ich zeige euch jetzt bewusst, was falsch ist, okay? Sowas hier zu machen. Dadurch wird eure Rakete aber immer schneller. Ich bremse das jetzt nochmal ab mit N wieder. So, was ihr stattdessen machen könnt, ihr bleibt einfach mit der Nase ausgerichtet und guckt euch auch mal an, wie ihr in Bezug zu dem Ding steht. Also ihr könnt ja mit rechter Maustaste hier das Raumschiff drehen und im Moment ist so ein seitlicher Drift gar nicht schlecht. Okay, weil wir wollen ja ungefähr in eine Linie zu der ganzen Geschichte kommen. So, und den können wir jetzt mit J einfach nach und nach ausgleichen. Okay, also ich habe jetzt Schub nach links quasi gegeben. Und unsere Bewegung ist jetzt immer noch leicht nach rechts weg, leicht nach unten, denn der gelbe Marker ist ja nach unten versetzt zum pinken. Und das sieht gar nicht schlecht aus, weil die andere Rakete ist noch ein bisschen unter uns. Also wollen wir nach unten. Okay. Und der seitliche Drift ist auch völlig okay, bis wir irgendwann parallel liegen. Also wir nähern uns jetzt den 10 Metern. Ich würde tatsächlich jetzt nochmal mehr Licht reingeben. Das ist immer noch sehr dunkel. Umgebungslicht. Bitte runterwert. Warum springt der einfach? Dann ist es halt 35. So.
So. Na, jetzt seht ihr ein bisschen besser, was passiert. So, und durch diese gelockte Kamera können wir das jetzt relativ gut steuern. So, und jetzt ist der wichtige Part, jetzt nicht wirklich unkontrolliert hier Vorwärtsschub reingeben, sondern jetzt wieder mit J gebe ich jetzt wieder ein bisschen seitlichen Schub und mit L korrigiere ich es wieder ein bisschen nach rechts. Ich bin jetzt ganz leicht noch nach rechts ausgerichtet und leicht nach unten, aber habe immer noch eine leichte Vorwärtsbewegung auf das Ziel zu, 0,2 Meter nämlich. Und 0,1 bis 0,2 Meter ist eine sehr schöne Geschwindigkeit für Docking. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe so langsam die richtige Höhe, dann kann ich jetzt mit K schon mal die Höhe korrigieren. Und versuche halt einfach das gelbe Ding mit K und I so ungefähr auf die richtige Höhe zu bringen. Und ich habe jetzt noch diesen leichten seitlichen Drift drin. Das sieht auch langsam recht gut aus. Das heißt, jetzt bringe ich die Dinger übereinander. Versucht beim ersten Mal kein Kunstwerk draus zu machen. Wenn das ungefähr hinhaut, dass dieser gelbe Ring um den pinken Nupsi in der Mitte drum ist. Ja, und ihr seht, das ist sehr empfindlich. Dann passt das schon. Irgendwann greift so eine Art magnetischer Effekt und das war's. Wenn ihr halbwegs gerade zueinander ausgerichtet seid und unter einen Meter kommt, beginnen die Dinger sich magnetisch anzuziehen. Und wenn das so wie jetzt gerade sauber zueinander ausgerichtet ist, rastet das von ganz alleine ein. Da müsst ihr nichts machen. Manchmal hilft es dann einfach, das SRS rauszunehmen und ihn machen zu lassen. Und das war's schon. Das war ein Docking. Nupsi ist ein absoluter Fachbegriff. Nupsi geht für alles. That's it. That's it. Also, wichtiger Part. Wir machen das jetzt nochmal kurz von vorne. Also, wichtiger Part. Warum die RCS-Düsen arbeitet nicht mit großen Triebwerken in der Nähe von anderen Raketen. Dieser Schub schiebt andere Raketen auch weg und ist viel zu undosiert. Ich weiß, ich bin quite infamous dafür, dass ich das gerne auch mal mit dem Haupttriebwerk mache, aber versucht es einfach nicht. Versucht es einfach nicht. Das ist ein bisschen Wahnsinn. So. Und wenn ihr ein Ziel anpeilt, achtet darauf, dass ihr halbwegs gerade dazu seid und sucht euch einen Weg, wie ihr das hinbekommt. Der Weg mit dieser arretierten Kamera ist sehr, sehr hilfreich, weil der euch eben hilft, euer Raumschiff optisch als Referenz zu nehmen. Wie liegt ihr gerade? Weil ich sehe ja jetzt, ich bin ein bisschen höher als das andere Raumschiff. Also kann ich jetzt mit Y Schub nach unten geben und mich damit langsam absenken. Okay. Ich sehe hier drauf, ob ich mich wegbewege. Ich sehe an der Zahl, ob ich mich wegbewege. Und das kann man einfach immer wieder üben. Ich gebe jetzt wieder mal Schub in Richtung und näher mich jetzt wieder der ganzen Geschichte an und versuche, das Docking nochmal zu wiederholen. Und der wichtige Part ist, es muss nicht perfekt sein. Es muss wirklich nicht perfekt sein. Ich lasse jetzt mal mit Absicht ein bisschen Winkel drin. Ja, also wir kommen jetzt ein bisschen angewinkelt an die Geschichte rein, weil ich will euch diesen magnetischen Effekt mal zeigen, wenn die Docking-Ports aufeinandertreffen. Das ist super, super hilfreich, gerade wenn ihr am Anfang noch nicht die perfekten Dockings macht. Der wichtige Part ist, ihr dürft nicht paniken, wenn das passiert, sondern ihr müsst diese Docking-Ports einfach machen lassen. Das funktioniert nicht immer, weil wenn der Winkel zu stark wird oder da irgendwie komische Krakeneffekte auftreten, dann kann euch das mal auch mal auseinanderschleudern. Aber im Regelfall ist es so, wenn der Winkel nicht völlig off ist, ah, ich bin mir nicht sicher, ob er nicht jetzt schon sehr, sehr off ist. Aber wir gucken mal. Also, wenn der Winkel nicht völlig off ist, haben diese Ports eigentlich eine ganz gute Chance, euch aneinander zu ziehen. Ja, das heißt, wenn jetzt hier das Docking nicht so sauber reinkommt, wie man das eigentlich wollte, dann achtet auf zwei Dinge eigentlich. Erstens, seid auf das pinke Ding ausgerichtet, also der pinke Kreis mit diesem Knopf in der Mitte. Guckt, dass ihr mit eurem mittleren Marker sauber auf den pinken Nupsi ausgerichtet seid und dann guckt, dass ihr nicht zu schnell reinkommt. Oh, das ist wirklich far off. So. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Also guckt, dass ihr irgendwie so bei 0,2 bis 0,1 und ich lasse ihn jetzt mal so vorbeidriften. Also wir haben jetzt so einen ganz komischen Effekt. Das sind ganz oft unsaubere Dockings, dass man so dran vorbeischlittert. Und wenn ihr jetzt merkt, ihr kommt nah genug ran, macht einfach mal SRS aus
Und dann seht ihr, dass solche Effekte passieren. Guckt mal, und jetzt lasst ihn einfach machen. Ganz oft sieht das erstmal wild aus. Manchmal funktioniert es nicht und ich glaube, das wird richtig schief gehen hier. Aber ihr seht, da arbeitet ziemlich viel Magnetismus. So, wir haben uns jetzt wieder voneinander getrennt. Also das war jetzt zu unsauber. Das ist nicht gut. Sehr gut. Einfach auch mal die Probe aufs Exempel liefern. So, und wenn euch sowas passiert, dann schaltet um auf das andere Raumschiff mit Sternchen und gebt dem wieder ein SAS rein. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive. Jetzt gehen wir nochmal mit Jebediah ran. Wir haben jetzt eine sehr schlechte Situation tatsächlich erzeugt. Okay, also wir haben uns gerammt, wir haben ein bisschen Magnetismus erzeugt, die Dinger sind auseinander geschlagen worden. Das ist auch völlig okay. Das kann passieren. Das wird euch auch passieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. In so einer Situation lasst die Dinger erstmal wieder ein bisschen auseinanderdriften. Nehmt euch das Raumfahrzeug und ich mache es jetzt mal von der Jebediah-Seite aus. Also, wir wollen von hier steuern, von unserem Dockingport, und wir wollen gerne an den anderen Dockingport ran als Ziel setzen. So, und jetzt stellen wir fest, wir entfernen uns gerade von dem Dockingport. Ich drehe mich jetzt erstmal, so dass ich die andere Rakete sehe. Wir sind sehr weit oben, das heißt, ich weiß schon mal, RCS an. Ich kann schon mal Schub nach unten geben. Das wird auf jeden Fall nicht falsch sein, denn damit komme ich schon mal näher. Und ich muss noch irgendwie gucken. Aha, da ist mein Ziel. Dann habe ich das auch schon mal grob vor Augen und ich kann schon mal ein bisschen Schub in Richtung Ziel bringen. Jetzt sehe ich meinen Marker, das passt auch schon. Sehr gut. Ich komme also wieder näher an das Raumschiff ran. Die 22 Meter werden weniger. Brady, ich habe die Referenz verstanden. Wir werden jetzt aber die Interstellarmusik nicht einspielen. Aber ein sehr schönes Film-Docking auf jeden Fall, dass es wert ist, gesehen zu werden. Das No Time for Caution heißt, glaube ich, der Musiktrack sogar, der dazu läuft. Bei Interstellar. Dieser sich sehr schnell drehenden, mit dem sehr schnell drehenden Raumschiff. So. Genau, jetzt warten wir wieder und lassen uns wieder in dem Bezugssystem. Also guckt einfach, was ihr hier seht. Ich sehe eine Rakete und wenn ich mein Bezugssystem nehme, meine Rakete, bin ich zu hoch. Rechts oder links sieht sogar relativ gut aus, also ich kann gerade bleiben. Also hier in dieser Linie auf dem Dockingport kann ich übereinander bleiben, weil ich bin ja eigentlich in einer Linie hier ausgerichtet. Ich muss nur nachher diese Position quasi noch angleichen. Und dann kann ich den Rest machen. Das heißt, ich bleibe hier auf dem pinken Nupsi drauf und lass mich einfach nach unten driften. So. Und je mehr ich der Waagerechten entgegenkomme, umso mehr kann ich diesen Schub dann auch wieder rausnehmen und korrigieren. Also mit K kann ich den Schubvektor hier wieder näher ranbringen und näher mich dann dem anderen Raumschiff zunehmend vernünftig an. So, und jetzt hoffe ich mal, dass der Winkel ein bisschen besser funktioniert. Also ich nehme jetzt SAS bewusst raus und versuche den pinken Nupsi zu treffen, bis der Magnetismus greift und zack, zieht er mich wieder ran. Und diesmal funktioniert es auch ein bisschen besser, weil der Winkel nicht ganz so groß war und das jetzt auch das kleinere Raumfahrzeug war. Also Gewicht spielt auch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn ihr mit einem kleineren Raumfahrzeug einer großen Raumstation dockt, werdet ihr mit dem Magnetismus auch die andere Kiste nicht ganz so schlimm durcheinander schleudern. So, that's all the magic aus dem Auftrag, mach mal ein Docking, ist, wir haben das zweimal gemacht geworden und einmal abgebrochen oder abbrechen lassen. Wie ein Handschlag zwischen Raumfahrzeugen, nur ohne Schütteln und ohne Hände. Gratulation. Also bei uns war das schon mit Schütteln. Und auch viel Handarbeit, aber hat trotzdem geklappt. Wir haben auch gleich mit dem Bau der ersten Station in der Nähe vom Moon begonnen. Ich denke nicht. So, und damit haben wir diesen Auftrag auch abgeschlossen. Und das zentrale Thema dieses Streams, Rendezvous und Docking, für heute auch erledigt. Wir gucken jetzt mal, was die Karriere als nächstes von uns möchte. Wir sollen als nächstes nach Minmus und das werden wir auch machen. Ich nehme den schon mal an. Jetzt gucken wir nur noch mal, gibt es hier eventuell noch Dinge, die wir am Moon mal eben mit erledigen können? Kein Thermometer mit dabei.
Nope, das heißt, wir müssen die zwei jetzt einfach erstmal nach Hause bringen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt noch schnell. Schließlich wollen die ja auch irgendwann mal nach Hause kommen, ne? So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Return from Moon. Das hatten wir letztes Mal schon relativ intensiv behandelt. Wie komme ich eigentlich vom Moon so treibstoffsparend wie möglich zurück? Und die Antwort darauf war so ein ungefährer 30 Grad, 30, 35 Grad Winkel nach innen gegen die Umlaufbahn zu wählen und dann zu beschleunigen. Und dann kommt man relativ kostensparend. Ist sogar noch ein bisschen flacher. Zack, relativ kostensparend wieder zurück nach Hause. Voilà. Entschuldigung, ist nach außen. 30 Grad, nicht nach innen. Ich entschuldige mich, mein Fehler. So, dann haben wir das Manöver schon mal eingeplant und werden das dann gleich fliegen. So, wenn ihr mal solche Situationen habt, dass ihr euch dann gerne von jemand anders entfernen wollt, könnt ihr auch dafür RCS nehmen, indem ihr einfach ein bisschen in eine Richtung steuert. Zum Beispiel, ich habe jetzt mal I gedrückt und das sorgt jetzt dafür, dass wir einfach eine ganz kleine Translation haben, um uns wegzubewegen von dem anderen Raumschiff und nachher, wenn wir zünden, damit nicht direkt dieses Raumschiff rammen oder es mit unserem Triebwerk irgendwie verhunzen, sondern es wirklich ja, von uns wegschieben. Wenn ihr Geduld habt, funktioniert das auch durch das Abstoßen der Dockingports. Also in dem Moment, wo ihr abkoppelt, schiebt euch der Dockingport so ein bisschen weg. Das ist auch ein Effekt, der zum Beispiel, wenn ein Sojus-Raumschiff oder auch eine Dragon oder sowas entkoppelt von der ISS, dann benutzen die nicht sofort ihre Triebwerke, weil die würden natürlich die Raumstation mit den Abgasprodukten dieser Cold Gas Thruster verunreinigen, sondern in diesem Dockingport sind so, ja, ich weiß gar nicht, ob die hydraulisch oder in anderer Art mechanisch sind, aber auf jeden Fall werden die von so mechanischen Bolzen leicht weggeschoben. Also wirklich sehr, sehr langsam. Ich glaube, das sind irgendwie 10 Zentimeter oder sowas pro Sekunde, die sich das wegbewegt. Und damit driftet dann die Sojus bzw. die Dragon oder auch alles andere, was abgekoppelt wird, dann langsam erstmal von der Raumstation weg, bis ein gewisser Abstand da ist und erst dann findet die erste Zündung der Triebwerke statt. Einfach um da nicht einen ungünstigen Effekt aufeinander zu haben. Genau, wenn ihr euch von jemandem entfernen wollt, dann sprecht vorher offen mit der Person. Das ist eine gesunde Weise, damit umzugehen. Nicht einfach mit dem RCS weg. Ja, genau. Dem stimme ich zu. Ich habe mich hier allerdings nicht auf Sozialverhalten, sondern auf Raumschiffe bezogen. So, und ihr seht, durch diese ganz leichte Änderung meines Orbits durch das RCS spielt jetzt die Zeit für uns und trennt uns schon mal locker, was ist das, ein guter halber Kilometer? Oh, 600 Meter oder sowas, ne? Ich kann es nicht ganz gut erkennen. Ah, jetzt sind es 400 irgendwas. 300 irgendwas. Jetzt kommt er aus der anderen Richtung wieder zurück, aber ihr seht, er ist relativ weit von mir weg und liegt auch in einer ganz anderen Richtung. Das heißt, ich kann jetzt hier mit gutem Gewissen gleich das Triebwerk zünden und von dannen fliegen, ohne die andere Rakete irgendwie in Asche zu verwandeln. Jawohl. So, also in 40 Sekunden ist es soweit. Valentina freut sich schon auf den Rückflug. Und was wir machen werden, um ein bisschen Zeit dazwischen zu haben, ist, wir werden Jebediah einen Orbit später erst ejecten in Richtung Kerbin, damit wir nicht beide Raketen gleichzeitig fliegen müssen. Das funktioniert nämlich nicht so gut. So. Irgendwann findet man auch wieder zusammen, so nach ein paar Dutzend Orbit. Genau, man sieht sich immer zweimal im Leben. Muss aber nicht tatsächlich. Also, wenn die Abweichung groß genug ist, kann es auch dazu führen, dass man sich nicht wieder trifft. Also zumindest die Idee dahinter, sich nicht wieder auf 0 Metern zu treffen. Und das funktioniert normalerweise ganz gut. So, dann auf geht's. Wir fliegen in Richtung Kerbin und lassen Jebediah erstmal in der Umlaufbahn zurück.
Und wir haben jetzt schon unseren Eject geschafft und werden jetzt noch den Rest vom Staging machen. Hallo? Warum nicht? Irgendwas hat nicht so gut gestaged. Jetzt. Okay. Ein Leerstaging, warum auch immer. Und jetzt schauen wir mal, wie gut oder schlecht es geworden ist. 35. Sieht doch ganz gut aus. 35,3. Sehr gut. So, und dann können wir jetzt nämlich schon mal umschalten zum lieben Jebediah. Und der wird dann gleich einen weiteren Orbit fliegen, bevor er auch das Eject-Manöver fliegt. Ob ich mich schon mal an KOS rangetraut habe? Ja, habe ich tatsächlich. Gibt es irgendwo auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe schon mal ein bisschen mit KOS rumgespielt. Und da auch zumindest mal im, ich glaube, das war Teil des Modding-Mittwochs, wenn ich mich nicht komplett irre. Das ist echt schon lange her. Ich weiß auch nicht, ob die Skripte noch so funktionieren. Hat sich sicherlich viel getan bei dem Mod. Aber ich habe das mal im Zuge des Modding-Mittwochs, meine ich, gemacht und ein kleines Skript gebastelt, mit dem die Rakete dann in den Orbit fliegt und ich meine sogar anhand des Maximum Dynamic Pressures sein Triebwerk hoch und runter reguliert, um den Luftwiderstand zu regulieren, gegen den es ankämpft. Irgendwie so. Ist lange her. Aber guck mal auf YouTube. So. Also, guck mal. Valentina ist schon ein Stück weit entschwunden. Die ist schon auf Fluchtkurs quasi. Und wir fliegen jetzt hinterher, indem wir auch nach Kerbin fliegen wollen. Und üben das gleich nochmal mit dem Eject. Und ihr seht, wir haben gute, gute Fuel-Reserven für unseren Flug. Und dann werden wir uns gleich mal angucken, was die so bei Minmus von uns wollen. Aber ich finde immer, wenn man den Moon geschafft hat, schockt einen Minmus eigentlich nicht mehr ganz so sehr. Deshalb sehe ich die Minmus-Mission mal relativ entspannt. So, das ist fertig. Und dann können wir den Zeitraffer anwerfen, würde ich sagen. Und wir gucken mal, wie das hier so funktioniert. Ja, Valentina ist schon auf Kollisionskurs mit Kerbin, wir auch. Aber diesmal gewinnt Valentina das Rennen. So, und jetzt müssen wir gleich noch gucken, dass wir Valentina rechtzeitig abfangen, damit die auch genug Zeit hat, ihren Wiedereintritt zu machen. So, ihr seht, Valentina wird jetzt massiv schneller schon von der Gravitation angezogen und rast auf Kerbin zu. So, und jetzt wechseln wir mal rüber in ihre Kapsel. Und ich würde sagen, wir machen gleich noch ein kleines Bremsmanöver. Ich hoffe, wir haben genug Vorsprung, aber das sieht eigentlich ganz gut aus mit dem Vorsprung, dass wir den Jebediah da nicht irgendwie in Bedrängnis bringen. Oh, und wir haben hier das KSC, ne? Wir könnten tatsächlich versuchen, eine Bremsung Richtung KSC hinzulegen. Lasst uns das probieren. Das ist jetzt nicht Teil des Tutorials, das ist Teil des persönlichen Ehrgeizes. Aber wenn man schon mal so nah dran ist, kann man auch probieren, am KSC oder zumindest in der Nähe des KSCs zu landen. Schließlich haben wir genug Delta V, um das zu bewerkstelligen. So, da hinten müsste es nämlich langsam auftauchen. Irgendwo da so die Ecke. Ne, da ist es, glaube ich, da.
Ob wir das getroffen kriegen. Wir kommen relativ schnell rein. Das sollte eigentlich machbar sein. Schauen wir mal, wie gut ich geschätzt habe, würde ich sagen. So, ich hoffe, ich habe noch genug Zeit für solche Spielereien. Aber das sieht ganz gut aus. Pumpen wir noch schnell das RCS leer. So. Das wird auf jeden Fall in Richtung Splashdown im Meer gehen. Moin Alibita und moin Big Mountain hier. Hier sind auch Wolken. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie die aussehen. Also, jetzt nicht wirklich viele Wolken, aber Wolken halt. Die waren echt lange nicht mehr da. So. Gleich gehen wir über in den ungebremsten Fall. Aber wir werden irgendwo da so in den Splashdown gehen. Guck mal, selbst die Dinger glühen mittlerweile. Schön. Schöne Details grafisch mittlerweile drin in den neuen Versionen. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Das ganze Nachglühen der Triebwerke und so weiter. Das war früher alles Mod-Territorium. Mittlerweile funktioniert das auch so ganz gut. So, und wir gehen jetzt mal mit Absicht steil in die Atmosphäre rein. Also hohe Gehbelastung, starke Bremswirkung. Mal gucken, wie weit wir es runterbremsen können. Aber also es wird keine Landung am KSC, aber es wird unangenehm für Valentina. So viel kann ich schon mal verraten. Also was wir nutzen, sind im Prinzip die aerodynamischen Eigenschaften der Kapsel jetzt als Bremswirkung. Indem wir das Ganze nach unten drücken. Das zieht die G-Last stark nach oben, bremst uns dafür aber auch noch mal ein gutes Stück ab. In der Seitwärtsbewegung hat er nicht durchgehalten. Okay, zu viel Druck drauf. Aber ihr seht, die G-Last durch diesen doch etwas steilen Eintritt ist relativ weit oben. Sehr gut. Aber die Landung sieht safe aus. Hitzeschild fast nicht angekratzt. Und auch noch mehr als genug Zeit, den Jebediah gleich reinzuholen. So. Bon Voyage kenne ich leider nicht, deshalb kann ich dir dazu gar keine Antwort geben. Und jetzt machen wir mal die Fallschirme auf. Gucken, dass wir die Kiste hier sicher nach Hause bringen. Damit wir gleich noch das zweite Raumschiff hinterherziehen.
Das sieht gut aus. Zeitraffer an für die letzten paar Meter. Dann gibt es gleich eine Landung mit etwas Geduld. 250 Meter noch. Aber das hat auch erschreckend gut funktioniert. Also schön, dass wir auch die Rendezvous und die Docking-Mission tatsächlich hintereinander abspielen konnten. Da war ich mir nämlich gar nicht so sicher, ob wir die wirklich fließend bekommen. Ich habe natürlich ein bisschen drauf gegambelt, aber das ist immer so ein bisschen Glückssache. Ihr müsst auf jeden Fall Docking-Ports freischalten, um Docking-Missionen zu kriegen. Also solange ihr nicht mindestens den Junior-Docking-Port habt, dann werdet ihr keine Missionen bekommen für Docking normalerweise. Das ist so ein bisschen eine Vorbedingung. Und deshalb immer. Was ist das denn? Irgendwas gelandet, hat tatsächlich irgendwas überlebt. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, also ihr müsst auf jeden Fall Docking-Ports freischalten, damit das funktioniert. Werde ich das hier auf YouTube hochladen? Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme das gerade immer parallel auch auf, damit so ein bisschen größere Tutorial-Increments für die 1.9 auch mal wieder da sind. Um ein bisschen KSP zu lernen. Für alle, die es interessiert. Mit dem Greifer Crew Transfer. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es stockmäßig geht. Ich kann dir sagen, mit dem Modset, was ich normalerweise spiele, geht es nicht. Aber das ist auch ein bisschen spezieller, was so Crew Transfers angeht. Deshalb kann ich es dir für Stockgame nicht beantworten. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, ja, sobald es ein Vessel ist in Stock, sollte es eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, ob es Settings gibt, die das nochmal ändern. So, wir zünden hier nochmal. Auch ein bisschen Druck aus der ganzen Geschichte rauszunehmen. Für die Landung. Und natürlich wollen wir auch hier schön nah ran ins KSC. Wenn wir die Chance schon mal haben. Genau, wie gesagt, Rendezvous und Docking haben wir ja heute gemacht. Also auf YouTube wird das Ganze so voraussichtlich am Montag, spätestens Dienstag sein. Wenn es dich vorher interessiert, kannst du natürlich das Video on Demand hier auf Twitch direkt nach dem Stream nochmal von vorne gucken. Also ich hatte heute sehr viel zu Rendezvous und Docking gemacht. Das ist heute so ein bisschen der Fokus des Streams. Und komme jetzt gerade von der Docking-Mission zurück auch. Deshalb zwei Raketen. Und ja, ist eigentlich ganz, ganz nette Kombination, die Sachen mal zu lernen. So, schauen wir mal, ob wir hiermit ein bisschen näher rankommen. Und wenn ja, wie viel? Ja, ein bisschen Zeit bis zur Atmosphäre. Das dürfte ein bisschen besser werden, also ein bisschen näher. Ob das jetzt besser ist, einmal dahingestellt. Ein paar Kilometer haben wir noch.
spannend, wie exakt wir von der Inklination doch über das KSC wieder drüber gehen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Gar nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen Zufall. Ja, es kann gar nicht so schlecht werden, tatsächlich. Mal zu lange rumkaspern, gleich ist der Treibstoff alle. Dann müssen wir auch zusehen, dass wir den Rest hier loswerden. Das könnte hinhauen, dass das tatsächlich fast eine Punktlandung wird. Mal sehen. So, wir trennen uns von dem Stuff. Und ich gebe ihm nochmal so ein bisschen einen Anreiz, etwas flacher einzutreten. Flacher, etwas steiler. Das ist ja dann tatsächlich steiler. Genau, mal sehen, ob es reicht. Also man sieht auf jeden Fall hier gleich einen Unterschied zwischen dem Bauteil, was weiterfliegt, und uns, sobald das ein bisschen greift, aerodynamisch. Guck mal, seht ihr, wie es uns runterdrückt? Also ihn zieht es gerade und uns drückt so ein bisschen nach unten. Dann sieht man eigentlich hier relativ bald auch so zwei unterschiedliche Flugwinkel. War vielleicht auch gar keine ganz schlechte Entscheidung, nach unten zu gehen. So, und jetzt schauen wir mal, ob es Richtung KSC reicht. Ich glaube, es reicht, dass wir nicht ins Wasser fallen. Ja. Gar keine schlechte Entfernung. Ich denke, wir werden safe unter 15 Kilometern sein. Zu unserem Startpunkt. Kerbalism habe ich nur einmal kurz angespielt. Ich habe es für mich auf der Liste von Dingen, die ich unbedingt noch mal intensiver spielen möchte. Damals, als ich es angespielt hatte, war es noch sehr neu und sehr schlecht balanced, was die Strahlungselemente angeht. Deshalb, ich kann zur aktuellen Version gar nicht sagen, was ich davon halte. Es würde mich aber auf jeden Fall interessieren, weil ich ein großer Verfechter von Live-Support bin. Und auch wirklich hoffe für KSP2, dass es optional reinkommt. Das wäre so toll, wenn man sowas Stock hätte. Ansonsten hoffe ich, dass schnell Mods kommen. Dafür. Von daher mal gucken. Aber ich glaube, das könnte ganz spannend sein. So, jetzt machen wir vielleicht nochmal langsam die Fallschirme auf. Sonst sterben wir hier einfach nur. Zack. Und landen so 14 Kilometer vom KSC entfernt. Das ist doch gut. Dann können sie uns ja quasi mit dem Moped abholen. Sehr schön. Unsere Rakete ist auch gelandet, ganz offensichtlich. Das sieht doch gut aus. Ja, ich denke, damit haben wir heute zumindest mal einen schönen Deep Dive, einen schönen Blick in das ganze Thema Rendezvous und Docking gemacht. Am Ende sind die Dinge, die wir getan haben in der Moon-Umlaufbahn, natürlich genauso gültig in der Kerbin-Umlaufbahn. Ne? Also alles, was da funktioniert mit dem höheren und niedrigeren Orbit, funktioniert in der Kerbin-Umlaufbahn auch. Der einzige oder die einzige Einschränkung, die man ein bisschen beachten sollte, ist natürlich, es ist nicht besonders schlau, auf Kerbin jemand anders zu unterfliegen und dabei unter 70 Kilometer zu gehen. Dann kommt man in die Atmosphäre und wird sehr viel stärker gebremst, als einem das vielleicht lieb wäre. Und dann ist der Raumflug relativ schnell vorbei. So. Ich denke, wir gucken uns jetzt nochmal so ein bisschen an, was machen wir mit den Wissenschaftspunkten, die wir haben, und wie sieht unsere nächste Mission aus in umgekehrter Reihenfolge. Wir gucken uns als erstes mal an, wie unsere nächste Mission sich zusammenstellt, und kaufen dann einmal Wissenschaftsdaten oder Wissenschafts-
Teile, Bauteile mit Wissenschaftspunkten, wie formuliert man das, am besten ein. Und dann werde ich euch nochmal das Verwaltungsgebäude zeigen. Da kann man nämlich auch ein paar nette Sachen machen. Wir fangen mal mit der Mission an. Also, wir haben immer noch eine Moonflagge, weil ich natürlich nicht gelandet bin in letzter Zeit. Das können wir irgendwann mal machen. Wir haben Erkunde Mimus. Fliege an Mimus vorbei und kehre nach einem Vorbeiflug an Mimus nach Kerbin zurück. Das heißt, es wird ein einfacher Flyby, ziemlich ähnlich wie zum Moon. Das können wir nächstes Mal machen. Und dann können wir noch mal gucken, ob es irgendwas Spannendes gibt. Das ist eine Moon-Touristenmission. Auf Touristen würde ich mal separat eingehen, wobei ich das aber auch in meinen normalen Streams eigentlich immer mache und Touristen irgendwo hinfliegen nichts Besonderes ist. Da müsst ihr mir gerne mal sagen, ob das überhaupt von Interesse ist. Was ich viel mehr mitbekomme, ist, wir hatten jetzt sehr viel Nachfragen zum Thema Rendezvous und Docking. Das haben wir heute abgefrühstückt. Das Thema Raumstation war noch ein bisschen mit dabei und interplanetares Fliegen ist relativ viel angefragt. Wie gesagt, das gilt hier im Chat als auch auf YouTube in der Kommentarsektion. Wenn ihr spezielle Fragen habt, was ihr gerne mal sehen möchtet, fragt gerne. Die Beobachtungen hatten wir auch geflogen mit dem Flugzeug. Also bitte, bitte gerne auch in den YouTube-Kommentaren drauf gucken, weil das Video geht im Regelfall ungefähr eine Woche online, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Das heißt, ich kann euer Feedback auch wirklich in die nächste Folge mit einfließen lassen. So, Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Kerbin, das geht immer. Das kann man mal ganz gut mitnehmen. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt einmal wegen den Wissenschaftsdaten und dann gucken wir uns das Verwaltungsgebäude noch an. Meine Güte. So, also ich mache jetzt einfach mal die 90 voll. Erforschung des Weltraums ist ein Aufbewahrungsbehälter. Da können wir Passagiere mitnehmen. Das ist relativ praktisch für Passagiermissionen, Touristenmissionen oder auch wenn ihr mit vielen Kerbals fliegen wollt. Da passen 4 Leute mit rein. Ist ein 2,5 Meter Teil, ist ganz nett. Leitern sind Leitern, da braucht man glaube ich nicht so viel zu sagen. Und hier geht es in die Sektion Bodenexperimente. Das ist, glaube ich, mal eine eigene Folge wert. Würde ich wahrscheinlich, ich kaufe die jetzt nach und nach ein, das Thema Bodenexperimente ein bisschen mit der Minmus-Landung dann kombinieren, dass wir das da mal in einem Abwasch machen. So, hier oben haben wir noch schwere Raketen, also Triebwerke und Booster in einer etwas größeren Kategorie. Der Pudel ist sowas wie der Terrier in 2,5 Meter Größe. Und wir haben den Skipper, das ist ein großes, nicht ganz so übertriebenes Bauteil. Und wir haben nochmal den Rotlux. Der ist so mittlere Größe, ich glaube 1,8 Meter müsste der sein. Und eben 2 Booster, den Pollux und den Rückstoß. Also der Rückstoß oder Kickback ist schon immer mit dabei und der Pollux ist mit dem More Boosters Update dazugekommen. Genau. Simvisi, du fragst gerade nochmal wegen den verschiedenen Coupler Points unter dem Heatshield. Ich hatte das am Anfang schon mal beantwortet, da warst du wahrscheinlich noch nicht da. Früher hat es manchmal ein bisschen geglitscht beim Abkoppeln, wenn man den Abstand nicht hatte. Deshalb habe ich mir das so angewöhnt. Optisch ist es letzten Endes genau. Es ist einfach eine optische Wahl, was man machen will. Heutzutage habe ich nur noch selten mitbekommen, dass die Dinger hängen bleiben. Früher hatte man manchmal Effekte, dass die Decoupler dann nicht sauber abgegangen sind. Früher. Genau. So. Das geht rein. Und dann kommen noch Antriebssysteme. Hier haben wir vor allen Dingen so ein bisschen kleinere Sachen. Wir haben das Funkgetriebwerk, Ameise, die Milbe als kleinen Feststoffbooster, Baguette-Tanks, die Oscar B und kleinere Monopropellant-Tanks. Das ist eher für kleinere Sonden gedacht. Sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und dann kommen wir auch schon so jetzt in die 160-Punkte-Kategorie. Und jetzt kommt so die Frage, was macht aus meiner Sicht Sinn für Minmus-Missionen? Da kann man jetzt von bis gehen. Also, was ich relativ gut finde und eine Sache, die man sich bald holen könnte, weil das ein bisschen mehr Flexibilität bei den Solarpanels gibt, sind diese Photovoltaik-Module mit den Tracking-Modulen, also die verfolgen die Sonne selbstständig, wenn man sie ausgefahren hat, und nicht so kleine Anbaudinge. Die nehme ich immer sehr gerne mit rein. Und danach kommt so ein bisschen die Frage, ja, was wollt ihr tun? Also
Von bis kommen jetzt viele, viele interessante Bauteile rein. Wir könnten mit 3 Personenkapseln fliegen. Wir können uns richtige tolle Leitern holen und Forschungslabore, die auf der Karriere auch sehr, sehr Sinn machen, weil man damit Forschungspunkte generieren kann. Wir können noch größere Raketen bauen. Letztlich ist das immer so ein bisschen eine Frage, wofür euch die Reise hingehen soll, was euch interessiert. Es gibt wenig Dinge davon, die sind falsch. Was ich jetzt für die Tutorial-Geschichte nehmen werde, ist das Labor tatsächlich, weil ich die Funktionalität des mobilen Forschungslabors gerne erklären möchte. Aber wir werden auch die anderen Teile nach und nach freischalten. Das heißt, das nehmen wir jetzt mal mit rein. So. Und damit sind unsere Wissenschaftspunkte auch erstmal ausgegeben. Und wir müssen was Neues sammeln. Das werden wir dann natürlich mit Minmus tun. Jetzt wollte ich mit euch noch mal kurz in das Verwaltungsgebäude. Im Verwaltungsgebäude kann man verschiedene Dinge tun, um die Karriere so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, zu optimieren, anzupassen. Man kann Umwandlungen machen, entweder ad hoc oder über Zeit. Also, zum Beispiel kann ich sagen, mit einem gewissen Engagement-Level, mit Level 1 geht das bis 25%, mit einem entsprechenden Upgrade dann auch mehr. Ich nehme 25% meiner Reputation und wandle die für jede Einheit Reputation, die ich bekommen hätte, in 1065 Funds um. Kostet mich einmalig 21 Reputation und dann werde ich einen Teil meiner Reputationseinnahmen in Geld umwandeln, okay? Wenn ich genug Wissenschaft habe, kann ich hier auch entsprechend Wissenschaftseinnahmen in Geld umwandeln. Und das gibt es in fast jede Richtung letzten Endes. Also ihr habt hier, ich kann 5% meines Ansehens in Wissenschaft umwandeln. Ich kann Geld in Wissenschaft umwandeln. Ich kann aber auch Wissenschaftspunkte verkaufen, die ich gerade habe. Also ich könnte jetzt 17 Wissenschaftspunkte sofort in 800 Pfunds knapp umwandeln. Also nicht ganz, aber ich mache mal einen Klick mehr. So, zack. Ne? Und so geht das im Prinzip in alle Richtungen. Und sowas könnt ihr freischalten. Das kann manchmal ganz interessant sein. Also zum Beispiel, wenn ich einen Hard Mode spiele, dann schalte ich sehr oft relativ zeitig eine Kampagne frei, in der ich Reputation gegen Geld tausche, weil Reputation im Regelfall nicht mein Problem ist, aber Geld oft sehr knapp ist, gerade in der Anfangsphase, wo man seine Gebäude ausbaut. Genau. Wir machen jetzt aus Spaß, glaube ich, einfach mal. Ja, ich mache jetzt mal hier Folgendes. Ich werde 25% meiner Reputation in Zukunft in Wissenschaftspunkte umwandeln. Das heißt, wenn ich 2,4 Reputation bekommen hätte, bekomme ich stattdessen einen Wissenschaftspunkt. Zack. Damit kann ich jetzt eine Strategie aktivieren und da ich nur Stufe 1 des Gebäudes habe, kann ich halt maximal 25% umwandeln und nur eine Strategie. Mit Stufe 2 kann ich eine höhere Prozentzahl und mehr Strategien, mit Stufe 3 dann bis zu 3 Strategien. Da gibt es auch Mods für. Strategia zum Beispiel kann ich dafür sehr empfehlen. Da gibt es dann noch abgefahrenere Kampagnen als das, was stockmäßig mit dabei ist. Aber hiermit könnt ihr ein bisschen Einfluss nehmen, wenn ihr merkt, ihr habt zu wenig Geld, zu wenig Reputation oder zu wenig Forschung und könnt irgendwas anderes tauschen, könnt ihr hier quasi den Grundstein legen, dass eure Karriere ein bisschen anders gewichtet ist, um euch diese Schmerzen zu nehmen. In einer Normalkarriere, ihr seht es, also wir schwimmen in Geld, wir haben mehr als genug Reputation und wir haben genug Forschung. Also eigentlich passt das, ist meiner Meinung nach eher ein Thema für Hard Mode. So, und ich würde sagen, das Minmus-Projekt fangen wir jetzt gar nicht mehr an, sondern das nächste Mal werden wir dann Richtung Minmus fliegen, ja, uns Minmus angucken und das ganze Thema Orbitalstation und Bodenexperimente da drin mit verpacken. Und dann die Folge darauf, bin ich mir ziemlich sicher, werden wir dann das erste Mal interplanetar gehen. Hoffe ich zumindest. Das heißt, für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ging dann doch schneller als erwartet, in deutlich unter den 3 Stunden. Das ist doch auch mal schön. Und ich würde sagen, tschüss.